Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind hier im Otter Podcast. Heute mit dem Thema Star Wars, das Star Wars Franchise, ausgegebenem Anlass. Episode 9 kommt bald und bla bla bla. Star Wars Fury Fanfilm wurde gestrikt. Aber dazu kommen wir jetzt alles noch. Die Themen für heute, vorgetragen von Kevin. Echt jetzt? Ja, los, bitte. Aber das Alles war eine gut, super ich habe Einleitung. aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben. Silvestertradition. Hey, was? Ich dachte, wir machen heute Star Was? Wars. Ihr habt nach Themen für den Podcast Einfach gefragt. alles. Scheiß Ich drauf. dachte, du hast Star Wars-Themen Star aufgeschrieben. Wars-Themen hätte ich auch aufschreiben können. Warum soll ich denn Star Wars-Themen aufschreiben? Die müssen wir nicht aufschreiben, die habe ich im Kopf. Ihr habt Themen gefragt und ich habe Themen aufgeschrieben. Fängt schon hochprofessionell Das an tut ja hier. schon weh. Ihr habt nie nach Star Wars-Themen gefragt. Hey, das haben wir doch gesagt, dass wir uns Star Wars Vor machen. allem. Ja, wir haben extra die Diskussion aufgehört, damit wir heute mit Star Wars weitermachen können. Ja, das genau, und vor allem. Tradition so sehen, ne? Eine Frage, Kevin. Wieso fängst du mit Silvestertraditionen an? 2 Wochen nach Silvester! Weil Hast du die wir Diskussion gestern vorgestern nicht darüber mitbekommen? diskutiert Das haben, war du Spacken, vorgestern. Alter. War das nicht gestern? Ja, War das das war gestern? gestern. Oh. Das war vorgestern. Nee, warte Okay, mal. okay. Das war gestern. Vorgestern. Das war Ich hab's vorgestern, nicht Silvester. mitbekommen. Das war gestern. Das Nee, war das war, stimmt, vorgestern. war vorgestern, ja. Achso. Soll ich die Aufnahme nochmal starten oder lassen wir das Nein, nein, Weiter, genau so! Also Thema Star Wars. Thema Star Wars, ja, wo fangen wir denn an? Wo kann man denn Star nicht Wars anfangen, oder ey? Disney Star Wars Politik, fangen wir mal so an. Oh, Alter, das wird gleich mit dem dicken Batzen Gleich loslegen. mit dem Wal durch die Tür. Okay, Mit dem also, Wal. bitteschön. Ich würde Ich, einfach mal also, sagen, Lenz du darf darfst. anfangen. Lenz, ich erteile dir das Wort. Ja. Baby. Ja, also komm, Lenz muss auch Okay, wir anfangen. fangen Deswegen, ich einfach meine, aktuell. Wir fangen mal an geschwind, mit dem mal Star geschwind Wars so. Fury Fanfilm, würde ich sagen. Ja. Eigentlich Weil so das ist geil. das Aktuellste. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Anfang und ja, Ja, das okay, aber ich ist erteile. geil, dass ihr mich im Podcast Lenz nennt. Also das. Die können wir den Podcast nicht Lenz nennen. Wir haben einen Namen bereits. Mal anmerken hier. Digga, weißt du, wie oft ich Ledermann genannt werde? Spacks. Lederlappen? Sag doch Nee, nicht meinen echten Nachnamen. Nee, also beim Star Wars ist, ich finde gerade, es geht irgendwie in eine komische Richtung mit allem. Also, wenn man sich Aha. anguckt, Star Wars 8 war irgendwie. War das ein Star Wars? Zeichnet ihr das als Star Wars, den Nein. Film? Stimme ich dir echt zu, das war für mich. Also man muss halt leider sagen, es ist leider ein Star Wars-Film. Welcher Wichser ist da unprofessionell und hat sein Handy laufen? Gewisse Leute, die Kevin heißen. Ja, also ich muss halt echt Kevin. sagen, er ist vom reinen Papier her ein Star Wars-Film, aber er hat sich nicht so angefühlt beim Schauen. Star Wars war für mich Gebe was ich dir. anderes. Das war für mich einfach so ein richtig schönes Märchen im Weltraum und das war einfach nur ein. Ich meine, dass es eine depressing Atmosphäre war die ganze Zeit, das fand ich nicht mal schlimm. Kann man machen, aber das wurde halt übel Kacke Empire. erzählt. Ja. Ja gut, was halt, es gibt halt so saumäßig viele Plotholes. Also Der Film hat erstens ziemlich viel filmische Fehler, finde ich, ziemlich viel Plotholes und zudem war es einfach kein Star Wars. Selbst wenn man es ja. nicht als Star Wars-Fan betrachtet, war es kein guter Film. Das Was mir, mag sein. Das ist ja richtig. ich sag jetzt nur noch was, weil wir waren ja alle gemeinsam da und wisst ihr noch, was ich danach, direkt nach dem Film zum fünften Universum Ja klar, gegeben habe? jedes Wort. Ja, Das war schon ziemlich lustig, wo aber. jeder noch eine Zehnerbewertung abgegeben hat, Das, während Lenz und ich nur da gestanden ich sind habe und eine eins einfach nur 7. angeguckt haben. Ich habe Ja, eine das 7 war von so 10 lustig. gegeben und ich war, glaube ich, schon einer der, die wenig gegeben Ja, du haben. warst einer von den niedrigsten tatsächlich. Ja, und mittlerweile ist es so, wenn ich mir irgendwie diesen Film darüber nachdenke oder mir Clips Ja. davon angucke oder Dings, ich habe diesen Drang aufzustehen, zur nächsten Wand zu laufen, einfach nur meinen Kopf Aber ist euch mal aufgefallen, immer und immer wieder dagegen zu aber hauen. ist euch mal Das kannst du auch so aufgefallen, mal machen. ja, aber mal ohne Witz, ist euch mal aufgefallen nach dem Film, es ging ungefähr jedem so. Ja, Normalerweise, wir wenn waren es ein alle richtig so, guter wir waren Film. alle direkt danach sehr. Nee, Ja.
Dann, ich sag mal, wir waren gut gelaunt. Also ja? wir waren halt hyped auf dem Film. Wir waren zu hyped, wir wollten es nicht wahrhaben. Wir wollten es nicht wahrhaben, genau. Wir wollten einfach, wir wollten es. Das war krank, wo. Wisst ihr noch, als die Credits angefangen haben? Als die Credits angefangen haben, habe ich mich zu Lenz umgedreht und so gesagt. Ich wollte schon anfangen, darüber zu reden und Lenz guckt mich so an. Wir waren. Nee, das war Pause. Das war Pause, aber auch als die Credits liefen. Wir saßen da und haben einfach nichts gesagt, weil niemand irgendwas sagen konnte. Die erste Hälfte, die kam einfach nur so komplett. Die erste Hälfte wirkte einfach komplett. Da wirkte wie eine absolute Katastrophe. Und die zweite wirkte etwas besser, als war nicht. Weil der zweite Hälfte war, was passiert ist. Ja, ich glaube, das war das. Die zweite Hälfte war mehr Star Wars, die Hälfte aber war immer noch kein richtiges Star Wars. Wobei, das eins der größten Probleme fand ich halt dieses, klar, da kann man sich immer drüber streiten und so, aber der Humor in dem Film. Weil es gab viele Szenen, es war so nach dem Motto, gleich kommt eine Parodie. Also, ich weiß euch nicht, ob ihr noch euch an die eine Szene erinnern könnt. Das sieht so aus, ist so nah rangezoomt an so ein Objekt, wo so runtergefahren kommt mit Dampf und so, was halt an Shuttle erinnert oder so. Mhm. Und dann zoomt die Kamera raus und auf einmal ist es so ein Bügelzentrum. Ja. Wo Uniformen gebügelt werden. Oder einfach allein die Szene, als Finn aufwacht. Ah ja, und dann mit Leuchten und so, ne? Ich würde da einfach mal gerne einen Vergleich anstellen zwischen Marvel und Ich tue mich kurz halten. Ja. Bei Marvel ist der Humor auf die Beziehung zwischen Charakteren hinaus, weißt du? Also wie die zum Beispiel miteinander umgehen, weißt du, mit dem das mein Bart kopiert, wisst ihr noch? Ja, ja. Und während bei dem Star Wars Film, das war einfach nur Slapstick. Ja. Aber schlechter Slapstick. Genau. Ja. Und so, so machst du was nicht lustig. Ja, aber oder können wir uns mal drauf deine Mutterwitz zum Beispiel auch am Anfang. Wo Poe alleine steht. Ich meine, das ist schon witzig, aber ich finde, das passt halt einfach nicht zu Star Wars. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal an den Humor von den ein bisschen älteren Filmen erinnert, also zum Beispiel irgendwie Episode 4 oder so, wo dann C-3PO und R2-D2 irgendwie durch Tatooine laufen und was weiß ich. Und dann, da waren schon lustige Szenen dabei, aber das kam halt, war halt immer wegen dem Charakter, weil C-3PO einfach schon dumm war. Jetzt die Sachen... Also, das alles sagt, so alles lass den anderen Luca mal reden. Irgendwie gerade in die Szene. Oder die damit, Sachen, die er jetzt anmerkt. Mit Kylo Ren, wo dann halt. Kylo Ren! Die Sachen, die er anmerkt, ist alles richtig und ist auch wichtig, das anzumerken. Es finde ich auch, dass vieles nicht gepasst hat. Das Einzige, was ich jetzt mal noch einwerfen würde, ist, wie. Die Fanbase. Nee, dazu will ich jetzt erstmal gar nicht kommen, weil das da gibt es auch noch genug Gesprächsbedarf, aber was man hätte anders machen können, das haben wir jetzt schon durchgesprochen, aber... Also nicht wirklich, aber... Ja, aber... Nicht das, im Podcast, aber... Ja. Die Sachen, ich sag mal so, ich glaube, ich versuche mich so vorsichtig wie möglich auszudrücken bei euch. Ich glaube einfach straight raus. Hau doch einfach raus. Ich finde, dass die im Film gezeigte Thematik, also im Film kommen Ansätze durch, die ganz okay sind, die jetzt nicht cinematisch wichtig sind, aber so von einem tieferen Erzählstruktur mal ganz okay sind. Ich glaube, meinst du Story-Sachen, sowas wie irgendwie, es gibt kein Gut und Böse mehr, genau, Leute werden beliefert mit Waffen von beiden Seiten. Noch dazu kommt, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass stotter nicht rum hier. Halt die Schnauze. Ich hab dir das Wort erteilt, jetzt musst du auch reden. Die
Fuck, mir ist das Wort entfallen. Diese Differenz zwischen Gut und Böse. Auch aufgefallen. Dialektik. Die Differenz zwischen Gut und Böse ist so ein bisschen die Differenz zu neuem Star Wars und altem Star Wars. Kann man so ein bisschen drauf beziehen. Aber genau, das ist ja das Problem. Wir reden. Weil, aber war Star Wars immer so schwarz-weiß? Ja. Ja, war es. Also ich sag's mal so, in der Original Trilogy war es ganz klar. Empire. Ja, da war dann schwarz-weiß per excellence. Ja, klar. Ja. In den Prequels war es so, ne, da waren ein bisschen ausgeweicht. Ja, da waren halt beide Seiten. Da waren die Grenzen verschwommen. Da gab's halt keine Grenze, weil beide Seiten scheiße waren, weil beide Seiten Palpatine waren. Ja, und ja, da war viel Politik drin, zum Beispiel, was ich liebe. Clone Wars zum Beispiel als Serie, wo es dann auch genug Folgen gab, also viele Folgen, wo dann auch immer hinterfragt wurde, sind die Klone wirklich die Guten, sind Jedi wirklich die Guten und haben die von der Separatistenallianz vielleicht nicht auch eben eine Daseinsberechtigung. Die Idee ist auf jeden Fall, die Idee ist, dass eben Böse nicht böse und Gut nicht gut ist, die ist auf jeden Fall nicht neu. Erkennt man auch so an solchen Charakteren wie Krell. Und in einer Stelle im Film hat Kylo Ren zu Rey gesagt, the old, kill it if you must. Kill it if you have to. So, ja, ja. Alte muss sterben. Ja. Das kann man auch könnte man jetzt interpretieren als ein Jump der neuen Trilogie und der Originaltrilogie. Ja, aber das versteht ja jeder, das ist ja offensichtlich. Genau. Ja, das wird einem praktisch ins Gesicht. Sie wollen nichts Neues. Also sie wollen nicht die auf die alten. Sie wollen nicht mehr das Alte haben. Ja, das ist ja offensichtlich, das wissen die ja alle. Das sagen die ja auch selber. Dieser Ansatz kann man verstehen. Aber tut mir leid, ich kann das leider nicht verstehen. Den Ansatz kann ich verstehen, aber ich kann einfach die Entscheidung null nachvollziehen, weil damit fucken sie alle Fans ab. Ja, vor allem, weil ich finde das Schlimme dran, wenn man wenigstens konsequent im Film gewesen wäre. Weil am Ende ist alles so wie in Episode 3, Episode 4 wieder. Also ich habe es zwar nicht so wie in Episode 3. Episode 3 war am Ende einfach alles scheiße. Ich habe mich versprochen. Was soll das denn heißen? Also ist der geilste Film aus der ganzen Serie, aus meiner Meinung nach, aber... Wow. Weißt, was ich meine? Es hat halt ein Ende gehabt. Aber ich stehe ganz offen zu. Ich sag auch Episode 3 beste. Sag ich nichts. Ich sag Episode 3. Episode 5 ist nah dran, Episode 3 ist aber besser. Ich sag Episode 3 ist der beste der Prequels, aber für mich bleibt leider immer noch Episode 5 auf Platz 1. Ja, das... Aber darüber, wir sind beim Thema abgekommen. Ja, eben, darüber reden wir heute nicht. Es geht aber darum. Ja, Lenz, bitte. Sorry. Bei den Sequels, was mir dann auch noch aufgefallen ist, also gibt immer diese Ansätze, was ja gesagt wurde mit den, Krieg, beide Seiten sind schuld und was weiß ich, schlag mich tot. Ja. Aber das waren immer so Sachen, auch gerade diese Casino-Szene, wo... Komplett unnötig, kannst du rausschleichen. Also das waren solche Sachen, wenn man einen ernsten Film dreht, wie zum Beispiel Forrest Gump oder sowas, wo Sachen auf den Schirm nimmt, die alltäglich zu sein scheint, der gesellschaftskritisch ist und so weiter. Und darauf also ausgelegt ist, dann kannst du auch anspruchsvolleres, also geistig anspruchsvollere Storylines reinpacken. Und bei Star Wars, da hast du halt im Achter so eine komische Kapitel-Szene drin gehabt, so nach dem Motto, wir sind auch gesellschaftskritisch, aber das war der Film halt nicht. Es war so eine Szene, die hast du nicht drüber nachdenken müssen. Da gab es keinen Denkanstoß oder irgendwas, sondern es war einfach nur, guck dahin, das ist schlecht. Ja eben, aber ich meine so rein theoretisch. Gesellschaftskritisch, weißt du? So Hauptsache drin. Ja. Ja, eben minimaler Aufwand. Was halt das da... Das hat einfach nicht gepasst so. Eben. Das war einfach schlecht. Weißt du, da muss man mal wieder Lob an die Prequels eigentlich sagen, weil die haben wirklich gemerkt, die haben auch Gesellschaftskritik gehabt, Sklaventreiberei, Episode 1, Tatooine und so, aber die haben einfach die ganze... Die hätten da auch irgendwie was, weiß ich, wir befreien alle Sklaven machen können, aber haben sie nicht, weil es einfach nicht passt. Ja, was hat Qui-Gon gesagt? Was hat Qui-Gon gesagt?
Ja, eben. Ja, das genau, ist dass auch ich da so. Ist, um Sklaven zu befreien. Genau. Und haben die im Endeffekt alle gerettet? Nein, haben sie nicht. Die haben ein paar Tiere befreit und der kleine Pup mit der Macht muss da immer noch putzen. Ja, eben. Und die Tiere sind jetzt wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel glücklicher. Ja, die werden also, jetzt einfach wieder gefangen. Wieder eingefangen worden. Eben. Und das sind halt so Sachen, die haben allein im Film gestört, die haben auch beim Zusehen mich jedenfalls gestört. Ich weiß nicht, ja, definitiv. Weil, ja. Das hat einfach so gebremst. Ja, es waren Sachen, die mussten nicht drin sein, die haben auch die Geschichte nicht weitergebracht in irgendeiner Form. Und was dann auch. Ja, hau mal. Was manchmal noch auch ein Problem war, ist, dass dieser ganze Subplot sich hier nur auf paar Schauspieler bezieht. Also mit den Schauspielern von Rose und Finn, und meiner Meinung nach haben die zum Beispiel null Synergy miteinander, weißt du? Mhm. Das stimmt. Die war mal da. Ja, also Rose hat keinen Aufbau gehabt, war da. Aber zum Tenor vom Film gepasst, finde ich. Rose. Ja, weil du... Ich mag sie als Charakter nicht, aber ja. Sie hat zum Tenor gepasst, weil die... weil früher, also auch wieder so Old Star Wars Must Die, früher waren die... waren wichtige Namen da, Skywalker... Auserwählte Prinzessinnen und so weiter, und diesmal sind es halt Mechaniker. Ja, aber war doch eigentlich auch, er war ein Sklavenkind. Das ist was Neues, so darum geht es da rein. Ich sag nicht, dass das eine gute Entscheidung war, aber ich deshalb, das passt, also deswegen passt es zum Thema vom Film. Sachen da finde ich es halt gut, dass sie konsequent waren. Es passt wirklich, ja, aber das meine ich ist mehr so konsequent, dass sie einer redet, bitte. Also aus meiner Sicht, darf ich nicht zu, es passt im Film, aber es ist aus meiner Sicht eher so ein schlecht geschriebener Charakter für einen schlecht geschriebenen Film. Okay, ja. Zu den Charakteren kann man aber auch noch sagen, dass ziemlich viele ziemlich schlecht geschrieben sind. Ich meine, was wissen wir, Thema Mary Sue, jetzt sind wir bei der. Ja, ich wollte sagen, generell, ich würde gerne mal was wissen wir über Rey seit dem ersten Film? Sie war eine Schrottsammlerin, sie hat dadurch ihr Leben verdient, sie wartet auf irgendwen und wir wissen nichts. Wir wissen gar nichts. Sie ist jetzt schon aus irgendeinem Grund stärker als Luke. Warum? Nicht erklärt. Ist halt einfach also, so. Also, es ist echt so ein Problem gesagt, mit Rey. Stärker ist als Luke, so. Wo du doch, darf ich dir was sagen? Darf ich kurz was sagen? Ja, wenn du den sagst, du den Vieter nimmst, gerne. Naja, ich kann da dir was ziemlich genau sagen. Also, wie lange. Also, Teil 8 spielt direkt nach Teil 7. Das heißt, wie lange. Ist die jetzt nachdem sie mit Hahn getroffen ist, unterwegs, ich sag mal so 2 Wochen, okay? Oder? Das wissen wir ja nicht. Aber wir wissen nicht, aber es ist nur Wochen. In diesen Wochen, ne? Also es ist nicht ersichtlich, dass viel Zeit danach vergangen ist, und ich glaube auch nicht, dass viel Zeit danach vergangen ist. Es handelt sich nur um Wochen. Und, dann, in dieser Zeit ist es so gut geworden mit der Force und so weiter, dass sie zu Luke kommt und Luke sagt, ich kann dir nichts mehr beibringen. The fuck? Das liegt ja auch nicht daran, dass die stärker ist als Luke. Ich glaube, das liegt eher daran, dass Luke dir nichts mehr beibringen möchte. Ja, vor allem. Yoda hat das Gleiche gesagt, Kevin. Wurde. Ja, Yoda hat gesagt, sie hat alles, was man braucht. Man muss ihr nichts mehr beibringen. Aber an genau. Luke ist wirklich. Luke haben sie komplett. Also, ich weiß nicht, wie man so einen Charakter schreiben kann. Mark Hamill ist selber komplett enttäuscht. Schau dir mal die Charakterentwicklung von Luke Skywalker an. Also von Anfang bis Ende. Ich will meinen Vater retten. Ja, der hat ungefähr allen und jeden getötet. Ich rette ihn trotzdem, da ist noch Gutes in ihm. Ach, mein Neffe hat nichts gemacht. Ja, ich stech ihn ab. Abstechen! Also, wie gesagt, ist genau das. Man hält sich einfach nicht an das Source Material. Ja, einer der mächtigsten Jedi, der ja schließlich war, kommt hin und denkt sich, ach, ich spüre so ein bisschen was Böses an diesem Jungen, ich bringe ihn um. Völlig außer Acht gelassen, dass es zum Beispiel auch sein eigener Neffe ist, dass es der Sohn ist von einem seiner besten Freunde und seiner Schwester. Dein bester Freund. Oder, ja, gut, ich würde Chewie vielleicht auch noch als guten Freund dazu zählen. Ja, aber hat Chewie keiner gemacht. Besten Freund dazu zählen. Ja, egal, auf jeden Fall. Dann einfach Luke als jemand, der, wie gesagt, Vader als seinen Vater retten wollte und das auch hinbekommen hat. Dass und dann der Angst vor so seinem etwas, woran keiner mehr geglaubt hat. Und dass der dann allerernsthaftest an seinen eigenen Neffen nicht mehr glaubt,
und meint, er wäre nicht mehr zu retten, das geht nicht in meinen Kopf rein. Also das, und vor allem, ja, das ist ja plain and simple einfach ein schlechtes Character Writing. Und der Zukunft, ja, aber lächerlich ist ja einfach. Ja, darüber reden wir ja gerade. Die haben das einfach, die haben den Charakter ja komplett scheiße geschrieben, so. Ja. Das, da sagt ja niemand, dass Luke gut geschrieben war in dem Film. Der war beschissen geschrieben. Ja, darüber reden ja gerade über schlechte Charaktere. Das ist es ja. Also, ja. Das war ja auch genauso mit Mark Hamill, der hat ja auch gesagt, das ist nicht Luke. Und alles, was Luke macht, macht keinen Sinn für seinen Charakter. Das stimmt. Es ist so, es könnte einfach ein Klon sein von. Wie heißt der Planet nochmal, wo sie die Klone gemacht haben? Camino, genau. Weißt du, die sind dann nach Camino gegangen, nach Episode 6. Und dann haben sie einen Luke-Klon gemacht. Und das aber ist einen gebrochenen Luke-Klon. Genau, das ist der. Ja, das macht mehr Sinn. Das sehe ich mir Charakter auch, dass das zum Beispiel erklärt wird, warum ist Luke so gebrochen? Was ist denn passiert? Weil die Erklärung, ja, ein Schüler von ihm ist vielleicht böse geworden. Junge, dein Vater war von Anfang an böse. Das ist keine Erklärung. Jedenfalls nicht für so einen Charakter, dem seine komplette Geschichte darauf aufbaut. Vor allem nicht für Luke, der immer alles dafür getan hat, um seine Freunde zu retten und auf immer gibt dann Fick. Ey, was war Luke in Episode 4? Bauernjunge. Ein hoffnungsvoller junger Mann. Bauer. A New Hope. Ja. Er war die Hoffnung. Ja, schon. Und er hat auch selber immer Hoffnung in sich getragen. Genau. Und was ist dann? Ey, das ist halt Lukes Charakter. Ja, Luke ist halt die Hoffnung, er ist die Personifikation der Hoffnung. Über die ganzen drei Reihen der originalen Trilogie hinweg. Das macht ihn aus. Egal wie die Karten stehen, er gibt immer sein Bestes und versucht's. Beispiel Episode 5. Es ist eine absolute Vergewaltigung des Charakters. Ja. Luca? Die Sache ist, also ich stimme euch in jedem einzelnen Punkt zu. Das ist auch ein bisschen. Aber du möchtest trotzdem was anderes noch sagen. Ja. Warum? Nee, ich finde. Jeden zu Wort kommen. Bevor wir. Also, die. Was ich nicht verstehe, ist die Entscheidung allgemein, Sequels zu machen. So. Ja, Geld. Ja. Kann. Ja, ja, okay. Wollt noch jemand was zu den Charakteren anmerken, bevor wir jetzt das Thema wechseln? Ja. Ja, also ich meine, wir haben noch ganz viel, wir haben Leia. Also generell würde ich was zu den Frauen allgemein sagen. Wir haben einige kennen. Wir haben Leia, Holdo, Finn, Poe. Ich meine, aber man muss ja zugutehalten, manche Charaktere, finde ich, sind gar nicht schlecht geschrieben. Aqua haben wir noch. Also ja, Aqua war auch einfach nur komplett Disrespect. Ich würde generell was zu den Frauen in dem Film sagen. Ja, er ist gestorben und wurde einfach nur erwähnt. Man hat ihn nicht wie ich gesehen. Wurde einfach nur gesagt, er ist tot. Ich möchte noch kurz eine Sache anmerken, bezüglich nochmal der Charaktere. Man muss aber manche Sachen zugute halten. Ich finde solche Charaktere wie Poe und Finn wurden eigentlich relativ gut introduced. So Finn finde ich als Charakter ziemlich gut. Ich meine, seine tollpatschige Art ist halt so, von mir aus. Ich finde die nicht lustig. Ja, aber okay. Das hat Bock gemacht. Ja, aber so zu sehen, wie der so mit Poe zusammen da abgehauen ist, wie er Poe gerettet hat, wie er sich gegen halt das geil. System stellt. So ein bisschen wie Jar Jar Binks in cool. Poe war der beste Teil von Teil 7. Poe und Finn haben halt eine super gute Chemie. So, ja, das genau. Ich würde mir einen Film angucken, sind der nur von den beiden als handelt. Als Duo sind die großartig geschrieben, die beiden. Ich würde mir einen Film angucken, der nur von den beiden geht. Ja, das ist halt, wenn die beiden die Hauptcharaktere gewesen wären, mit Fokus auf den beiden, großartig. Ja. Aber dann hast du da diese Rey drin, von der du nichts weißt. So. Ich meine, in 7 war sie ja nicht so schlimm, aber 8 hat alles kaputt gemacht. Rey ist halt ein unfassbar schlecht geschriebener Charakter. So. Vor allem das Problem ist, Rey hat auch quasi, sie ist eine absolute Mary Sue in dem Sinne, auch weil also Mary Sue möchte auch immer das Gute machen. Rey kämpft gegen das, wie heißt die nochmal? First Order, weißt du, einfach nur, weil die Bösen sind. Das zum Beispiel. Der Finn hatte eine viel bessere Dings. Er war ein Sturmtruppler bei denen. Ja. Und wie war das damals? Die Kinder wurden in jungen Alter entführt. Als Kinder, als Babys sogar, glaube ich. Also ich finde, so ich sagen, entführt und dann aufgezogen, zusammen trainiert, ja, und dann hat er ja seinen Kamerad sterben sehen am Anfang. Das ist eine gute Begründung gegen die zu kämpfen. Ja.
Weil er gesehen Race, hat, was, ja, weil er aufgewacht hat, er hat gesehen, was die First Order gerade macht. Die schlacht einfach unschuldige Zivilisten. Das ist gut geschrieben. Sehr gut geschrieben. Bei Ray sehen wir leider sowas gar nicht. Ich meine, Rays Charakter war in 7 relativ gut eingeführt, aber in 8 hat er wirklich alles zerstört. In 8 also hat es halt kaputt gemacht, ja. Die Einführung kannst du machen mit wenig, kannst mit Mysterium machen. Ich meine, es war ja auch cool, dass wir nicht wissen, wer es ist. Deswegen war ja alle so gehypt auf Episode 8. Genau, aber da musst du auch dann quasi delivern dann und musst das Ganze ausbauen. Ja, und was haben die gemacht? Das hat ja niemand alles zerstört. Naja, Mysterium hat ja... Mysterium, jetzt mal auf die alten Dinge bezogen. Ich fand, Han Solo war schon ein mysteriöser Charakter. Weil bei dem hört man sehr viel um Sachen wie, dass er das und das geschafft hat oder. Fassalflug und so eine Scheiße. Genau. Ja, aber bei Han Solo war nie der Fokus darauf. Das ist ja nicht mysteriös, sondern er hat halt seine Vergangenheit wie jeder andere Charakter. Aber ich finde nicht, dass du für jede Kleinigkeit oder für jede Sachen eine Erklärung brauchst. Deswegen fand ich auch Solo irgendwie so. Also, den Film habe ich leider nicht gesehen. Niemand hat. Da war halt so viel. Keine Ahnung. Aber ja, da musst du dir auch überlegen, da haben wir auch wieder eine. Bei Dings haben wir auch wieder eine schöne Backstory. Er war am Anfang ist nur wegen dem Geld dahin und hat sich dann immer mehr da reingefunden in diese ganze Sache. Es war eine Entwicklung, die nach und nach war, weißt du? Das war nicht. Redest du gerade von Solo? Ja, von. Aber Han Solo, ich glaub, in aber, Episode 4. Okay, weil das klang gerade nicht nach Solo in Solo. Ja, aber bei Han Solo war ja auch immer das Ding. Achso, ja. Han Solo war ja in den. Cash Grab. Ohne Witz. Ja, aber Han Solo war ja in den Stand in den normalen Filmen. Da habe ich eine andere Meinung zu, aber ja. Ja. In den normalen Filmen, da war ja Han Solo immer einer, der hat aktiv irgendwas gemacht, der hat aktiv zu dem Spiel. Und wenn er aktiv keinen Bock hatte zu schießen. Genau, aber das Ding war halt, bei Han Solo, da war es im Film nie wichtig, wo er herkommt oder was er vorher gemacht hat. Auch bei Rey, der komplette Charakter, der baut ja darauf auf der Vergangenheit. Der ganze Film, da handelt ja, also in vielen Punkten kommt immer dieses, wo komme ich her, wer sind meine Eltern und so weiter, das kommt immer wieder zur Sprache, was zum Beispiel bei Han Solo in dem Ausmaß nie vorgekommen ist, außer jetzt in Solo. Und das ist halt schon ein großer Unterschied in den beiden Charakteren. Ja, das stimmt. Das war auch so bei Luke, war das auch so direkt, uns wurde ja quasi gesagt, wo er herkommt, aber es wurde uns nicht wirklich gesagt, wo er herkommt. Eben, das war dann auch dieses, das waren die Fragen, die dann quasi die Original Trilogy gestellt hat, die Prequels beantwortet hat. Obwohl, was heißt gestellt hat, man hat sie sich nicht wirklich gefragt, das war halt einfach so. Das waren halt ungeklärte Fragen, die standen halt. Er ist halt ein Bauernjunge auf Tatooine und man wusste Das wusste man, Episode 5. Und dann Episode 5 hat halt zum Beispiel dann den großen Plot-Twist gemacht, ich bin dein Vater. Wer ist dein Vater? Okay, wieso kommt Luke da? Was macht der auf so einem Bauernplaneten, wenn der Vater der größte Feldherr des ganzen Imperiums ist? Ja. Und weil es wurde ja schon so halb quasi von Obi-Wan eine Antwort. Weißt du? Und dann kommt also bei den 6. Teil 8. Bei Star Wars 8 war auch noch ein großer Punkt, wie die Frauen dargestellt wurden. Also die... darauf immer wieder zurückgehen, oder? Ja, weil das ist mir wichtig. Ja, das ist halt aber auch wirklich ein Punkt. Das ist aber weil die Hauptverantwortlichen und sowas, die haben immer wieder betont, wir brauchen starke Frauen und was weiß ich. Und wenn es Flame gab gegen irgendwelche weiblichen Charaktere... Dann war es Sexismus. Dann war es immer Sexismus. Aber wenn man sich mal anguckt, also ich rede jetzt nicht nur von den Originalteilen, sondern auch ein bisschen mit Clone Wars und so. Wenn man sich mal die Frauen anguckt, es gab zum Beispiel Ahsoka, verdammt wichtige Person, die war wichtig, die war mächtig, aber sie hat auch viele Schicksalsschläge, Rückschläge verkraften müssen, gerade beim Lernen und auch, wenn man auf die Charakter in der Clone Wars Serie guckt. Gegen Ende. Das war ein riesen Schicksalsschlag. Also, Padme war auch cool. Padme genauso. Padme war eine saustarke Frau. Von Amida, Padme war echt. Von Naboo. Das war eine starke Frau, wie man zu schreiben. Das war auch ein gut geschriebener Charakter, einfach so. Ja, also, Lenz, bitte ich go auch nicht da. Ich bin auch nicht der Meinung, okay, dass du eine starke Frau schreiben. Du sollst einen guten Charakter schreiben. Ja. Eben. Und aber dann guckst du, ob es dann. Weißt du. Robin, du hast gerade voll Lenz unterbrochen.
Die guten Charaktere, die können ja auch weiblich sein, das ist ja gar kein Ding. Also gerade, es geht ja weiter. Es gab ja auch viele weibliche Jedi, Shaak-Ti und Luminara und sowas. Es gab ja, die hatten auch vor allem in der Clone Wars Serie, hatten die ja auch viele Auftritte. Ja. Und die hatten halt immer Balls of Steel, eben, muss man ehrlich sagen. Und da es waren halt auch, wie gesagt, sehr gut geschriebene Charaktere. Waren auch gut geschrieben. So. Ja, eben. Überleitung zu 8. Es hat keine Sau gejuckt, ob die kommt Frauen die sind oder nicht. Episode 8, Captain Holdo. Oh ja. Absoluter Müllcharakter. Jede Handlung, die getätigt wurde, grundlos. Jede. Einfach nur um zu zeigen, ich bin eine starke, unabhängige Frau. Wieso macht man sowas? Vor allem, wieso? Ich meine, ihr ganzes Verhalten ist für eine... Garbage. Ist komplett dumm in einer Kriegssituation. Denn erster Offizier, ich glaube, Poe war erster Offizier, oder? Er war hochrangig. Das ist das Wichtigste. Er war hochrangig und er... Und der beste Pilot. Und er machte Revolte. Vollkommen zu Recht. Weil es ging dann Leben und Tod. Und diese Frau, die quasi einen Plan hat, den sie aus irgendeinem Grund nicht verrät, denkt sich dann, ich schnapp mit dem nicht, für ein Vier-Augen-Gespräch, erklärt es dem, weißt du, sondern ich sag einfach gar nichts und ich will quasi diesen Plan, den ich geheim halte, noch weiter gefährden. Aber die Sache ist, es hat sich ja noch nicht mal nur er Sorgen gemacht. Die ganze Jeder Crew. Ja, und wisst ihr, was das erinnert? Du kannst ja eine Revolte nicht alleine machen. Ja, eben, Lenz. Da können ja Leute dazu. Wisst ihr, an was das erinnert? Sowas. Ihr müsst auf das hören, was ich sag. Ohne zu reflektieren. Das ist Imperium. Das ist Imperium. Beziehungsweise Erste Ordnung, oder wie sie heißt. Das ist Befehlsstruktur. Also da können wir dann wieder sagen, Befehlsstruktur, so funktioniert halt ein Militär. Ja, aber ganz ehrlich. Doch nicht bei den Rebellen. Aber das war halt doch nie. Auch ja, da. Doch, muss auch da. Ja, theoretisch ja, darf aber, schon, aber doch nicht in so einer Situation, wenn eben eine Revolte droht. Das war halt einfach generell eine dumme Natürlich ist das Militärstruktur, aber hey, Luca, ganz ehrlich, wenn du da der General gewesen wärst, dann sagst du doch nicht, wenn gerade alle am Verzweifeln sind, hältst du durch dein Maul, wenn du einen Plan hast, damit der alle rettet. Aber so funktioniert ein Militär. Ja, aber nicht in dieser Situation. Doch, es gibt auch so in dieser Situation. Nein. Funktionierendes Militär muss eigentlich. Soldaten, perfekte Soldaten denken nicht nach. So. Natürlich denken Soldaten nach. Die Rebellion, die hat noch nie aus Soldaten bestanden. Okay. Ja, nur aus Soldaten bestanden. Das waren immer ein zusammengewürfelter Haufen, mehr oder weniger. Erstens das und zweitens Kommentar der Klone. Wenn wir einfach nur Befehle befolgen, sind wir nichts als Druiden. Und das war schon immer Star Wars. Und in diesem Fall hätten die einfach Druiden sein müssen. Um dann ein funktionierendes Militär zu sein. Also, ich muss wirklich sagen, was du sagst, ist einfach nur dämlich. Wer ich jetzt? Du musst dich nicht viel... Nein, nicht du. Was ich sag, nicht. Also ich meine, du bist kurz... Ja, dass so ein Militär funktioniert, ist ja grundsätzlich, hast du recht, aber nicht in Star Wars. Oder grundsätzlich auch in dieser Situation. Wenn du als Dings eine Rebellion denkst, dann ist deine Option, oder dann ist deine Aufgabe nicht, als Oberfeldwebel, erstmal wieder zu verlangen, dass die dann wieder zurücksnappen, sondern du musst dafür sorgen, du musst dann die in Ruhe... In Reihe bekommen. Und um die in Reihe zu bekommen, musst du halt eben dann das sagen. Vor allem. Du kannst ja nicht erwarten, dass es dann quasi von alleine dann passiert, ohne Informationen, dass sie nicht haben. Muss deine Funktioniert so nicht. Und wenn die eine Revolte starten, dann hast du als General versagt. Ja, guckt euch mal generell die ganzen Lagebesprechungen an in Star Wars. Seit jeher war es, also seit die ganzen Filme und auch die Clone Wars Serie kommunizieren immer das Bild, im Imperium, da gibt es einen obersten Anführer. Und der gibt irgendeinen Befehl raus und der geht an die ganzen Captains. Ja, der Befehl ist da. Bei den Rebellen war das immer so, da standen ein paar Generäle, klar, es waren auch immer höherrangige, aber es standen immer ein paar Generäle umeinander. Ja, und du hast halt den Anführer gehabt. Plan. Und die haben dann miteinander kommuniziert. Die haben dann gesagt, okay, der eine hat die Flotte, der nächste hat die Flotte, wiederum hat der die guten Soldaten. Jeder wusste, was der Plan ist. Ja, eben. Und wie kann man zusammenarbeiten? Ja, okay. Und das gab es halt nicht in Star Wars 8. Das war einfach nicht Star Wars 8 nicht. Es gibt einen Befehl und der muss befolgt werden.
Oder ja, das in der, die Sache ist, also ich finde, in einer Stresssituation, was ja den ganzen Film passiert, das die wirkt so nicht gestresst. Hä? Lass ihn mal bitte ausreden, Robin, du unterbrichst schon wieder die ganze Zeit. In einer Stresssituation, also in einer gefährlichen Situation, die auf Leben und Tod angeht, muss quasi, klar, so, dann passiert eine Revolte, das ist richtig, wenn man nicht, also, wenn du einen Befehl rausgibst, dann willst du ja quasi, dass den Leute befolgen und den... Und du willst aber auch das Beste. Und wenn du jetzt quasi deinen Plan verrätst, es muss alles schnell passieren. Und am besten keine Fragen stellen. Ich sag nicht, dass sie schlau ist. Ich sag nur, dass sie einfach zu dumm ist, ihre Truppen zu kennen. Und ihr Ding. Aber in einem normalen Militär müsste es so passieren. Ja, natürlich, aber wir reden ja nicht über das normale Militär. Ja, aber es ist ja auch, aber wenn du. Aber weil du. Im Normalfall gibst du ja einen Befehl auf Basis von Informationen, die im besten Fall deine Leute haben. Du gibst denen ja auch Intel. Ja, aber nee, das ist immer so eine Sache, ob du jetzt allen allen immer Informationen geben kannst, wir bräuchten Tristan hier, wir bräuchten gerade echt Tristan. In dem Fall wäre das gar kein Problem gewesen für die. Machst das Schiff weiter durchsagen, weil sie jetzt um ihren Plan zu lernen. Das Zitat, sagen sie uns, dass es Hoffnung gibt. Es ging ja nicht um irgendeinen Soldaten, der dahergelaufen kam und gesagt hat, okay, ich habe keinen Bock, da an irgendeinem Strand drauf zu gehen. Sondern es ging ja um einen relativ hochgestellten... Also es ging um ihren besten Mann. Um einen der höchstgestelltesten Leute in dieser kompletten Armee. Also das ist der eine Typ gewesen, der allein mehr oder weniger einen kompletten Kreuzer außer Gefecht gesetzt hat. Das ist einer der auf der Brücke sein darf, was auch nicht jeder dahergelaufene Typ darf. Es ist ein hochrangiger Offizier gewesen. Und dem nicht mal zu sagen, was abgeht, ja klar, sie ist dumm. Sehr unlogisch. Sie ist dumm. Und ja, dann kann man auch wieder auf die Aktion eingehen. Dann kann man auch auf die Aktion eingehen, die dann gebracht hat, die ganz Star Wars zerstört hat, finde ich, dass man einfach mit einem Flugzeug, mit einem Hyperraumantrieb in ein anderes Flugzeug reinfliegen kann. Weil das hätte nämlich nichts gebracht, dann irgendwo mal eine Blockade aufzustellen. Vor allem, die hat ja mit der Aktion sau viele, nicht nur ein Schiff, sondern Tausende zerstört. So fast die ganze Flotte. Die ganze Flotte eliminiert. Und dann schaust du dir so dieses Battle von Coruscant an und denkst dir, hä? Vor allem, das tut einfach alles komplett widerlegen, wie das quasi funktioniert über Raum. Ich meine, das funktioniert ja durch Hyperraum-Lanes. Weißt du, es gibt ja Korridore, wo die entlang fliegen. Du kannst nicht einfach irgendwo Hyperraum-Dings, ohne dass du irgendwas berechnest. So funktioniert das ja nicht. Hey, natürlich kannst du. Ja, du das kannst, macht nur jemand, weil es riskant ist. Diese Lanes sind ja dazu da, weil die safe sind, weil da nichts im Weg ist. Natürlich kannst du einfach so jumpen. Ja, also, hat sie ja gemacht. Das war nicht das Problem. Das Problem war, nie jemand diese Strategie angewendet hat, aber einfach ich Schiff auch noch anderes zu hyperjumpen. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Weißt du, was da auch noch dazu kommt? Weißt du, wie diese Hyperlanes-Dings, die gehen straight durch den Planeten durch. Weißt du, komplett das durch, geradeaus. Doch, tun sie. Deswegen gibt es quasi immer nur zwei Blockaden. Warum glaubst du, ist eine Blockade immer nur so an einem Teil? Weil die ganzen Lanes sich auf einer horizontalen Basis befinden. Deswegen kannst du die blockieren. Ja. Also die gehen dann auch durch Stuff durch. Deswegen, es macht ja keinen Sinn, dass es da quasi da... Ja, aber die komplette Physik würde ja auch wieder eine Blockade keinen Sinn machen. Ja eben, du könntest selber durchböllern. Geh nicht durch Stuff durch. Nee, durch eine Blockade. Doch, eine Blockade macht Sinn wegen den Interceptern. Das ist jetzt schon weit, das Wissen, also können wir bitte mal beim Thema bleiben. Ja, okay, das ist jetzt wenn Star Wars Wissen, was ich meine, also das es Ding macht keinen Sinn in der Star Wars Physik und so weiter. Es macht einfach komplett keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn. Dass man generell Hyperraumsprünge machen kann, macht natürlich Sinn. Nein, dass die Sachen das zerstört, das macht keinen Sinn. Ja, klar macht das Sinn. Warum soll das keinen Sinn machen? Hey, wenn du im Hyperraum durch Sachen durchfliegen würdest, dann bräuchst du auch keine Hyperlanes.
Das ist so, ja, wie das in Star Wars beschrieben wird, jedenfalls in den Serien. Ich rede von Clone Wars und Rebels. In Rebels, ja, gibt es sogar eine ganze Folge, die darüber geht. Man muss sich einen Weg suchen, an dem man ohne Probleme durchfliegen kann, ohne auf irgendetwas stoßen zu können. Genau. Und zwar muss man dabei aufpassen, dass man nicht zu nah an Planeten kommt, zu nah an Sonnen oder schwarze Löcher, weil die einen theoretisch dann aus der... Generell alle massenbehafteten Objekte, Astralobjekte. Das Ding ist aber in Star Wars, wenn du sagst, okay, es ist möglich, mit einem Schiff, mit Lichtgeschwindigkeit in ein anderes Schiff reinzukrachen, dann stellt sich mir die Frage, wieso wurde nicht schon vorher, was ja auch schon in den Klonkriegen ging, ein Jäger mit Hyperraumantrieb ausgestattet und den hat man dann einfach in eine Blockade gejagt. Genau, das meine hätte man ich. Ja, ja, machen können. Und das ist auch ein Problem. Deswegen kannst du eigentlich kein Star Wars mehr angucken, in dem irgendeine Blockade oder irgendwas vorkommt, weil du kannst genauso sagen, okay, die hätten einfach eine Flotte von 5 kleinen Schiffen schicken können, mit Hyperraumantrieb. Bevor die hätten in die Todesstern gejagt. Ja. Hätten den einfach in den Todesstern reingejagt. Gar kein Problem. Dann hättest du nichts mehr gebraucht. Da hättest du keine großartigen Waffen gebraucht oder sowas, du hättest einfach schon alles gehabt. Eben, das ist das Problem, das besagte Szene aufwirft, über das ganze Franchise hinweg. Man kann es ja rein theoretisch erklären, einfach durch diese Interceptor, was die da verhindern, dass du in den Hyperraum reingehen kannst und rausziehen. Da war ja kein Interceptor, lass uns doch einfach kurz reden. Das hat natürlich Todesstern, da stellt sich natürlich die Frage, wieso war der aus dann in dieser Szene? Wieso waren die Interceptor dann aus in dieser Szene, weißt du? Ja, in Episode 8. Das macht dann genauso. Da waren egal, auch keine Interceptor dabei. Ey, das war der Megastar Destroyer, der Mega und und wie heißt sie? Surgeon Klasse. Also es wird mich relativ stark. Es wird mich sehr stark verwundern, wenn diese Mega Dreadnought keine Interceptor-Technologie hätte. Hat er ja nicht. Ja, vielleicht hat er das ja, aber das ist ja auch nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass genau das, was eben da passiert ist, einfach alles komplett zerstört. Ja, natürlich, aber darüber streiten wir, glaube ich, nicht. Es doch viel zu viele Fragen auf. Ich habe auch gesehen, irgendeiner auf YouTube hat mal ein Video gepostet, ja, hat behauptet, Hyperraumantriebe wären zu teuer gewesen, als dass man die irgendwo reinfliegen hätte können. Ja, deswegen hat auch ungefähr so ziemlich jedes Schiff einen, bitte. Ja, das, also genau eben das. Also das ist jetzt nicht sowas, was sich die Casino-Leute nur leisten können. In den früheren, in den zeitlich früheren, nicht erscheinmäßig, sondern storytechnisch früheren, da war es so, dass nur größere Schiffe Hyperraumantriebe hatten. Also oder auch die Jäger der Jedi zum Beispiel. Ja, die Jäger die haben so einen Ring gebraucht. Ja, und das war halt der Ring. Ja eben, die haben den Hyperraumring gebraucht. Mittlerweile kriegen das die X-Wings alleine hin. Genau, die X-Wings können alleine reisen. Ja, aber der TIE Fighter zum Beispiel hat ja keins, das kommt ja auf den Jäger. Jeder Jäger hat einen Hyperraumantrieb. Wobei es beim TIE Fighter auch in den Serien beschrieben wurde, dass die dran gearbeitet haben, beziehungsweise das schon hinbekommen haben, in TIE Fighter auch Hyperraum. Ja, schon, aber nicht beim normalen TIE Fighter. Ja, ich glaube, der beim TIE Defender zum Beispiel war ein Hyperraumantrieb, ja. Weil das ein fortgeschrittenes Modell ist, aber der normale TIE Fighter, den du in jedem Star Wars Film siehst. Also ich sag's mal so, bei so einer riesigen Masse an Jägern, wie es eben die TIE Fighter sind und so, da kann ich mir dann vorstellen, da kann ich mir das mit dem Teuer-Argument schon vorstellen. Vor allem, weil es auch einfach keinen Sinn macht. Ja, und das ist auch einfach eine Garnison. Das ist ein Philosophie-Imperium. Ja, vor allem, wenn du Hyperraumantrieb so, eben, wenn du deine Garnison auf deinem Schiff hast, dann brauchen deine einzelnen Jäger keinen Hyperraum. Eben. Genau. Ja, aber du hast ja gesehen, wie viel Schaden mit einem einzigen Schiff angerichtet wurde. Das war zwar relativ groß, aber trotzdem... Ja, wieder bei der Frage sind, das stimmt. Du hättest vielleicht mit einer Staffel von, ich sag jetzt mal grob, 10 Jägern mit der Größe von einem X-Wing oder sowas, wenn die mit Lichtgeschwindigkeit in den Todesstern reingekracht wären, wäre das Ding komplett weg gewesen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon, weil wenn du dir mal die Größenverhältnisse angesehen hast zwischen dem Schiff, das Holdo da gesteuert hat. Ja, 3 Kilometer. Ja, und dem anderen, der Todesstern. Ich glaube, es war. Waren es 3 Kilometer? Es waren ziemlich genau 3 Kilometer. Aber du hättest ja beim Todesstern. Es war ziemlich genau 3 Kilometer. Ja, 3 Kilometer, ja. Ich habe was verwechselt. Und der Todesstern, der erste ist. 60 Kilometer Durchmesser. Mehr. Doch, ich glaube. 90.
Das ist kann sein, aber ich glaube, der nächste hatte über 100. Der zweite war größer, aber der erste war auch schon ziemlich groß. Ja, klar, ich hab der zweite hatte und der sechste so. Kannst du ja kurz mal googeln. Ja, mach ich. Was mir gerade auffällt, ja, genau, diese Szene. Von lange viel 10 Meter, ja. 20. Hier steht 160 Kilometer Durchmesser. Leute, diese Szene macht genau das gerade. Die macht keinen Sinn. Und ja eben, die macht keinen Sinn andere. Und wir zerbrechen... Wir tragen das Thema jetzt ab. Das will ich gerade sagen, weil wir zerbrechen uns gerade übel den Kopf darüber, mit wie vielen TIE Fighter man den Todesstern zerstören kann. Es ist einfach Bullshit. Und einer, nicht relevant. Und überhaupt nicht relevant. Aber leider ist es jetzt drin. Es ja. ist jetzt leider ein aber Fakt, ich, aber, ja, ich weiß. Muss, wenn man nein, ich beachte den nicht. Weil ganz ehrlich, dieser Fakt ist einfach Bullshit. Das ist halt dumm, ja. Es tut mir leid, aber... Da muss man einfach den Leuten das Sach wegnehmen. Ja, sagen, so, ohne das Witz. Das macht Sinn und ist kein Teil des Canons. Das ist halt einfach nachträglich gewisse Mechanik halt einfach zerstört. Ja. Weil die Frage, die hat sich jeder schon mal gedacht. Ja, also, schon, aber gerade weil es nie gezeigt wurde, wurde die Frage nie diskutiert. Jetzt fangen wir an, diese unnötige Frage zu diskutieren. Eben weil ja, es eben. Diese Szene gibt und ich finde, ich werde diese Frage nicht diskutieren. Weil das ist auch dumm. Es lohnt sich nicht. Schließen wir das ab. Ja, bitte. Nächstes Thema. Hat doch jemand was zu Charakteren zu sagen, weil ich glaube, damit waren wir jetzt durch. Ja, ich hab noch was zu SJW zu sagen. SJW. Oh, ja, jetzt geht's Justice los. Warrior. Jetzt geht's los. Und zwar möchte ich mal geschwind auf den Solo-Film eingehen. Ah, ja. Okay. Ich gesehen. Kann ich nicht sagen. Hab ich, wie gesagt, auch nicht gesehen. Wer hat den Film alles gesehen? Luca und ich. Die anderen. Ich weiß, ja, wen du meinst, den Droiden. Ja, Star Wars. Okay, das weiß ich ja. Weibliche Droide. Ja. Ja. Also, als erstes mal geschwind, weiblicher Droide. Sowas gibt's in Star Wars nicht. Es gibt auch keine männlichen Droiden. Ach, aber R2-D2 ist männlich, Entschuldigung. R2-D2 ist ein Droide. C-3PO ist auch ein Droide. Er ist ein Etwas. Es war nie die Rede von irgendwelchen Die haben doch kein Geschlecht. Ja, eben. Ach, aber wer bin ich? Oder? Okay. Es war immer ein Ding. Also ein Droide war immer ein Ding. Außerdem kam halt der Droide da um die Ecke. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Goldie oder welcher? Nee. Der Female. Nee, in Solo. Nee, in Solo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ist auch egal. Dann hat dann hier einen auf, also das ist so nach dem Motto, wenn die Mama sagt, jeder muss das gleiche Recht haben, so nach dem Motto, kam mir der Charakter vor. Und dann haben die einfach diesen kompletten Film zugekleistert mit irgendwelchen Parolen von wegen Gleichberechtigung den Droiden und schlag mich tot, was weiß ich. Obwohl viele Droiden ja nicht mal so denken können. Also ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit denen auskennt. Aber ja, es gibt ja viele Arten von Droiden, die haben gar nicht so das Gedächtnis. Also auch die R2-Einheit. Die Arbeit zu verrichten. Ja, die R2-Einheit an für sich, die ist eigentlich darauf ausgelegt, einen Job, also etwas zu reparieren, leichte Reparaturaufgaben zu erledigen und Assistent beim Fliegen zu sein. Normalerweise sollte man den Speicher auch alle 3-4 Wochen löschen, steht im Handbuch. Stand übrigens in den Comics. Und wenn man das nicht macht, dann kommt halt zu, in Anführungszeichen, Fehlfunktion, so wird es beschrieben. Und so eine, in Anführungszeichen, Fehlfunktion lässt sich halt bei R2-D2 beobachten. Weil der hat halt eigene Persönlichkeit ausgebildet. Ja, ich möchte mich kurz entschuldigen, ich bin gleich wieder da. Jo. Weißt du, das waren halt alles so Charaktere, also R2-D2 und C-3PO sind so die größten, die man kennt. Die haben zwar eine Persönlichkeit gehabt, sie waren aber auch immer nur für einen gewissen Zweck da und sind auch immer davon ausgegangen, nur einen gewissen Zweck zu erfüllen. Ja, R2-D2 war zwar ein Charakter, aber in Episode 4 hat er auch nichts anderes gemacht, als Obi-Wan zu suchen. Ja, eben. Das stimmt. Und dann auf einmal so einen Droiden aus dem Nichts zu heben, der auf einmal für irgendwelche Droidenrechte kämpft. Das kam dann schon sehr so Richtung Feminismus und was weiß ich. Ja, ist es auch. Es sollte auch nichts anderes sein. Also ich meine, ich bin persönlich
Eigentlich, ich fand Solo nicht schlecht. Ich fand, Solo hat das gemacht, was er machen sollte. Die Backstory von Han Solo erzählt und ein bisschen ausgebaut. Genau das war Solo und genau das hat er machen sollen. Aber solche Sachen wie zum Beispiel den... Ich fand auch die Backstory von Chewbacca ein bisschen zu sehen gar nicht so schlecht. Aber gerade so... diese Druiden-Kacke und so, das war wirklich mies. Das war wirklich mies. Ja, das hätte man raus, das hätte man wirklich raus. Ja, Star Wars, so ist genauso wie der so Casual Gesellschaftskritik im Achter, so das passt ja, da nicht rein. Ja, schon. Aber da muss ich halt echt sagen, vielleicht war ich da durch Achter schon ein bisschen vorgeschädigt, aber es hat mich bei dem weniger gestört, weil ich einfach dachte, ja komm, ist halt so, konzentrier dich auf Han Solo. Und dann dachte ich mir, okay, ist nicht so schlimm. Also ja, ich fand ihn wirklich 7 von 10. An Solo muss ich, also Solo muss ich echt sagen. Ja, denn ich das ist auch jetzt zum Nachhinein, weißt du, von jetzt, den Film hast du ja lange nicht mehr gesehen, auch welchen hohen Wert dann eigentlich 7 von 10. Ja, gut, aber für das, was er ist, ist er gut. Du musst halt auch sehen, wenn du bei einem Film dir denken musst, was sich, glaube ich, viele Menschen gedacht haben, oh nee, nicht schon wieder der Charakter, der geht mir so auf den Sack und ich lasse mir von einem Charakter nicht die komplette Stimmung vermiesen. Wenn der Rest vom Film gut ist. Aber dass es ein Charakter so hinbekommt, ohne wirklich was auszusagen. Der Droide hat ja nichts ausgesagt im Endeffekt. Ja, hat er das auch. War nicht. Ja im Endeffekt. Das ist ja der Punkt, warum er mich nicht so krass gestört hat. Wenn er eine wichtigere Rolle gespielt hätte, sag ich mal, dann hätte er mich mehr aufgeregt. Bin wieder da. Hallo. Wie heißt nochmal der Droide aus Rogue One? Ich weiß nicht, aber. Der war großartig geschrieben. Der, der die ganze Zeit Jin beleidigt hat. Das war einfach purer Comic Relief, hat funktioniert. Da hab ich richtig GLaDOS Flashbacks gekriegt, Alter. Der war so geil, Alter. Einfach nur die erste Szene, wo er auftaucht. Wo Jin abhauen will aus dem Gefängnistransporter und er sie umboxt und dann einfach nur raushaut, bitte lass sie keinen Widerstand, nehmen sie einfach kaputt am Boden, Mann. Das war einfach Gold. Es war Gold, weil du war einfach... Bitte leisten sie keinen Widerstand, dann kann ich sie töten oder irgendwie sowas. Ja, gesagt, bitte lass sie keinen Widerstand, nachdem sie schon lag, so. Alles klar. K2SO. Genau. Alles klar, meine großartig. Leute, ihr habt einen 2000er Ping. Ah, geht wieder. Jo. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 52 Stunde. Minuten. Ich hab 52 Minuten, hat er gesagt. Ja, hab ich auch. Hab ich geleckt? Ja. Ja, es gibt halt in der Entwicklung, also es gab halt in der Entwicklung von Star Wars halt gerade in den letzten, seit Star Wars Episode 7, gab es halt viele Veränderungen im Stil und auch bei den Charakteren und so. Und da fragt man sich, ob man das wirklich in den zwei Filmen machen musste, also in den zwei Hauptfilmen, oder ob man sich dann nicht vielleicht hätte mehr Zeit lassen können, wenn man das alles genauso hätte machen wollen, so wie bei Marvel zum Beispiel, die ja auch viel aufgebaut haben, die an einzelnen Filmen. Weil ich denke, einen Charakter wie Rey oder wie Poe oder Finn oder was weiß ich, die hätte man auch gut schreiben können. Es sind ja auch zum Teil Charaktere mit viel Potenzial, aber das dann halt in keinster Weise ausgeschöpft wurde. Ich fand es okay, dass sie so viele Charaktere auf einmal eingeführt haben. Die hatten ja auch vor allem in 7 alle ihre persönlichen Charakterarten so Spaß. Aber mein Problem war, dass die Kontinuität Teil 8 einfach nicht da war. Ja. Weißt du, so Episode 8 die Charaktere weiter aufgebaut hast, die du stark aufgebaut hast, teilweise Episode 7. Episode 7 war echt wirklich gut, teilweise, muss man einfach sagen. Hat Episode 7 gut? Episode 7 war auf jeden Fall ein guter Film, da machst du, sagst du gar nichts. Ja. Aber das hat Kontinuität in Teil 8 hat einfach gefehlt. Manche Charaktere in etwa. Andere Regisseur. Ja, anderer, komplett anderer Regisseur. Wir suchen jetzt nicht nach den Gründen, wir suchen einfach nur nach dem Fakt. Ja, was einer Fakt ist, die Kantität hat gefehlt. Das ist richtig. Und das hat den Film auch so ein bisschen komisch gemacht. Der hat so aus der Reihe gewirkt, weil nichts
in irgendeiner Form fortgesetzt wurde. So hat man das Gefühl gehabt. Weil alles irgendwie anders war. Der Achte. Leute, kurz. Der falls, Achte hat Leute, Robin, chill. Off topic. Falls irgendeiner die Aufnahme übernehmen kann oder will, weil ihr seid bei mir gerade alle nur noch am Lenken. Mein Mitbewohner ist gerade heimgekommen. Ah, jetzt sind Pornos. Scheiße. Kann irgendjemand aufnehmen? Wir machen. Wir sind eine Stunde dabei. Wir machen Cut. Was? Ich stehe kurz auf. Wir können Cut machen, oder? Rum. Das ist die Alternative. Machen wir kurz Pause. Jo, dann kann ich auch schon kurz. Alles klar, Pause. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Diesmal hat man das Knistern gehört, Lenz. Im Otter-Podcast. Thema Star Wars. Geil. Lass nochmal machen. Weißt du, 3, 2, 1. Lukas, das schneide ich raus davor, keine Sorge. Nee, lass drin, ist lustig. Oh, Stein, was soll das? Lass drin, ist lustig. Okay, ja, Thema Star Wars. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben noch bei Character Development. Wir wollten gerade ein neues Thema anschneiden, ich habe aber verfallen welches. Robin, du wolltest was sagen. Ich ja. Kann in der Aufnahme gucken. Ich wollte was sagen, das ist korrekt. Ja, aber was wollte ich noch was sagen will? Ja, dann lass es mal ein ganz neues Thema anschneiden. Aktuelles. Ah ja, ich weiß wieder, was es war. Okay. Weiß er was? Schade war's. Ja, also, kann auch gehen. Also, meine Comedic Timing ist gerade wieder perfekt, natürlich. Was es war, ja. Ist Politik in Star Wars. Ich meine. Ich meine, weil aktuell ist es ja so mit, was wir hatten jetzt gerade über SJWs. Und meine Meinung ist, also SJW ist ja auch eine politische Bewegung. Und wohl wahr. Es war ja bis jetzt so in, wie wir ja in den originalen Trilogie war es ja so, dass es keinen wirklichen Politikaspekt gab. Es war einfach das Imperium. Und die Rebellen. Man hatte schon einen Politikaspekt, man hat nur kein Wert drauf gelegt. Genau. Also es war quasi non. Der Imperator war halt da. Es war non-existent. Die Politik bestand aus dem Imperator. Du hattest und halt dann eben, später hast du den Politikaspekt mit der Galaktischen Republik, wo du gesehen hast, dass die Republik langsam aber sicher versagt. Genau, und quasi diesen. Den Aspekt hattest du. Die Prequels sind auch quasi ein bisschen politisch komplett durchgängig angetrieben. Ich meine, es geht als erstes um einen Trade-Deal, weißt du? Erstens ist das und zweitens ein fucking Hauptcharakter ist der Politiker. Zwei Hauptcharaktere sind Politiker. Was? Wer denn noch? The Senate und Amidala. Ah ja. The Senate. I am the Senate. Okay, aber jetzt, aber der ist auch ab Episode 2. Es gibt da viel, auf jeden Fall, was ich ab da Gordon. Ist, der Meinung, also und damals, wenn du Politik, genau, wollte ich halt auch sagen, Organa. Mein Hauptcharakter. Ja, aber seine Tochter ist auch wichtig. Auf jeden Fall. Er ist wichtig, aber ja. Darum geht es ja nicht mehr, gerade Charaktere haben wir durch. Auf jeden Fall, ich finde, wenn du politische Sachen reinmachen willst, du kannst was schlecht machen, indem du einfach eine Ideologie reinnimmst, weißt du? Das funktioniert dann gar nicht. Weil du tust dann quasi, wenn du was Politisches machen willst, du machst es in Form von einer Ideologie. Dann tust du einfach Leute komplett auseinandertreiben, weil die wenigsten damit quasi damit was verbinden. Oder damit dazu stehen. Ich meine, vor allem, wenn es quasi so eine kleine Bewegung ist, die aber relativ laut ist. Dann. Also, es hat schon funktioniert also, mal. Robin, 1933 hat es schon funktioniert. Robin, du musst sehen, wenn du einen Film haben willst, der sehr stark in die Richtung gehen will und auch unbedingt die Message raushauen will, ist das voll okay. Bloß bei Star Wars hat es nicht gepasst, weil der nicht hauptsächlich auf die Ideologie fokussiert. Genau, darauf wollte ich ja auch hinaus. Ich war ja noch nicht fertig. Entschuldigung.
Lass den Mann mal ausreden hier. Danke. Ja, lass den Mann, der alle immer unterbricht, mal ausreden. Ey, ich tue nicht jeden unterbrechen. Ich werde aber auch, jeder tut ja jeden unterbrechen, also bitte. Ja, ich spiele darauf zu achten, aber jetzt bitte. Also was ich sagen muss, was? Ich meine, du kannst ja jetzt nicht einfach dann quasi, das quasi dann so politisch, wenn du quasi was Politisches reinbringen willst, dann sollst du quasi einfach nur komplett basic machen, weißt du? Die Art und Weise des, mir fällt gerade das passende Wort. Kevin? Gesetze erlassen, oder was? Nein, einfach das, was das Fundament. Space, das Fundament quasi beim Politischen. Weil du damit dann quasi, weil es ist ja gleichzeitig interessant und du tust damit quasi niemanden irgendwie offenden oder irgendwas so in der Art. Das funktioniert einfach dann nicht. Du kannst es dann trotzdem quasi relativ klein machen, quasi eine Message. Quasi als kleine Message, aber nicht den groß als Fahnenstange. Es darf dann quasi nicht dein Wappen sein, was du dann quasi dann zeigst, sondern es muss dann quasi was Kleines sein. Ich verstehe kein bisschen, was du uns gerade sagen willst. Dann ist es auch egal. Dann ging es mir ja nicht allein so. Ja, gut, aber was? Also sorry, Robin, aber ich weiß nicht, was. Ja, es ist auch egal, das vorerst dann. Aber ich hätte noch was zur Kontinuität von den Sequels. Ich hatte auch mit einem Satz, aber ja. Es ist halt nur schon bei mehreren hier. Was ja, stimmt. Bei den Sequels, ich habe da noch so ein paar kleine Probleme, das sind allgemein auf 7 und 8 bezogen, weil... Also bei allen Filmen bis jetzt? Also was ist die erste Ordnung zum Beispiel? Also klar, es wird irgendwann mal gesagt, es wäre eine Splittergruppe vom Imperium, aber es gibt ja dann noch mehr, wenn das nur eine Splittergruppe ist. Es gibt ja dann noch viel mehr, die so ähnlich drauf sind. Und The Remnant, ja. Und was ist dann mit den Rebellen? Sind das? Das sind nicht die Rebellen, das ist die Resistance. Hallo, ist was komplett anderes. Das ist dann sowas wie die Rebellion, dass sich viele zusammengeschlossen haben. Mal ganz ehrlich, das ist halt das Problem. Das ist halt genau das Problem. Das ist etwas, was ich bei. Das habe ich in 7 genauso wenig verstanden wie in 8. Wer hat eigentlich gerade die Hauptmacht in der Galaxie? War so. Die neue Republik, dann hat die erste Ordnung die gesamte Flotte und basically die Hauptwelt in der Republik gesprengt mit der Sakila Base. Ja, wow. Und dann war es die neue Ordnung. 5 Planeten in Luft gejagt. Ja, und die Hauptflotte. Ja, mit der Hauptstadt, der Hauptwelt und der gesamten Flotte der Republik. Weißt du, wo mit der neuen. Ja, aber genau. Stimmt. Das ist, wenn du Coruscant in die Luft jagen würdest, wenn gerade Senatsbesprechung ist. Das ist halt. Ja, gut, das ist so, wie wenn du in Deutschland Berlin in die Luft jagen würdest, aber dann gäbe es ja immer noch Politiker. Nee, Kevin ist doch bei uns. So ist es eigentlich. Designated Survivor, gute Serie. Noch dazu, aber du hast trotzdem kein Macht, du hast ein Machtvakuum dann. Es wird ja auch nicht kommuniziert, ob dann die erste Ordnung in dieses Machtvakuum eingedrungen ist. Ja. Also jedenfalls habe ich das nicht mitbekommen. Ja, und, oder ob irgendjemand anderes da jetzt drin ist. Also ich finde... Das ist die militärische Macht, weil die... die einzige Flotte. Ja, wow, toll. Mit militärischer Macht hast du aber nicht wirklich komplett das ganze Star Wars-Universum unter Kontrolle. Weil du hast ja gesehen... Das Imperium dann gemacht? Ja, das Imperium hat über lange Zeit alles aufgebaut. Das war ja der Witz an der Sache. Was mich viel mehr... Das Imperium hat ja die ganzen Gebiete von der Republik dann übernommen. Hat er dann auch die Bereiche übernommen, die von den Separatisten dann eben kontrolliert wurden. Und hat dann auch den Machtbereich ausgeweitet ins Outer Rim. Aber... Naja, richtig. So, aber durch militärische Macht. Ja, durch militärische Macht. Aber das war ein langer Zeitraum, in dem das passiert ist. Ja, aber die erste Ordnung kontrolliert ja nicht die gesamte Galaxis. Ja eben, aber das weiß ja niemand, weil das wird ja nichts kommuniziert über die erste Ordnung, die sind halt einfach da. Ja, das stimmt. Ja, eben, darüber weiß genau ja niemand was. Und das ist eben ein Problem, es geht nicht darum, ob die jetzt die Macht haben oder was weiß ich, sondern was die überhaupt darstellen sollen, wer die überhaupt sind und warum es nur gegen die erste Ordnung geht und nicht
noch gegen andere Splittergruppen vom Imperium. Ja, weil das halt wahrscheinlich die größte ist. Da kann ich dir recht geben, das ist viel unkommuniziert, viel weiß man nicht, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass viel, also dass gerade viel Chaos herrscht. Eine Republik baust du auch nicht so einfach in, ja, jetzt auf Nora auf. Das waren über 30 Jahre. Ja. Ja schon, aber du hast ja trotzdem noch Planeten, die, also normalerweise war es ja immer so, dass im Senat immer demokratische Systeme gesessen sind, die dementsprechend schon auf ihrem eigenen Planeten schon gewisse Strukturen hatten, die dann halt auch die Politikinfrastruktur geliefert haben. Und ich glaube jetzt nicht, dass wenn drei Senatoren auf einmal weg sind, dass dann ein kompletter Planet zusammenbricht. Also, weiß ich nicht. Was mich ja auch noch sehr verwundert, ist, wie es dazu kam, dass sowohl die neue Republik existiert, als auch gleichzeitig die Resistance. Wieso ist die Resistance? Eine Splittergruppe, gegründet von Leia Organa aus dem Grund, dass die neue Republik nicht kämpfen wollte. Die neue Republik war ja demilitarisierend. Die hatten ja keine richtige Miliz mehr. Also die hatten schon eine, aber die war nicht, weil war nicht mehr so mächtig wie das Imperium. Ich muss halt gerade echt sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Haben wir dieselben Filme geguckt? Weil ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, deswegen habe ich es ja auch geguckt. Aber da wären wir wieder bei dem Commerz-Gedanken von Disney, weil ja viel auch erklärt wird in Comics und ja, eben, in irgendwelchen Comics-Büchern und Schlag mich tot. Darum weiß ich das, weil ich halt just so Spaß gesehen habe. Schlagen wir jetzt die Disney-Brücke. Ja, also kann man gerne machen, weil es gibt halt viel, was Disney so gebracht hat, im Sinne von, guckt euch mal Captain Phasma an. Was unterscheidet Captain Phasma zu einem stinknormalen 0815, Die hat einen Captain und ihre Rüstung. Die hat einfach eine Grundrüstung. Sie hat ein gutes Comicbuch. Alter, Robin, hör auf zu übersteuern hier. Das war das Erste, was ich übersteuere. Wie irgendein fucking, keine Ahnung, Stormtrooper 5 in Episode 4. Das stimmt. Also, das aber die hat einen coolen Namen und einen Rang. Die Sache ist, ich möchte die kreativen Entscheidungen in Star Wars nicht allein auf Disney zurückführen. Weil unter anderem das ganz Disney hat LucasArts gekauft und die ganzen Leute, also viele Leute, die auch bei den alten Filmen mitgearbeitet haben, arbeiten da immer aber nicht in den Entscheidungspositionen. Kathleen Kennedy kommt da jetzt eigentlich ist ja jetzt die Hauptperson, über die wir reden sollen. Kathleen Kennedy, die ist auch, die ist schon lange bei LucasArts. Kurze Frage noch, inhaltlich sind wir fertig. Ja, sie hat aber nicht an den Prequels mitgearbeitet. Schauen wir noch. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich bin gerade schön hier auf ihrer Wikipedia-Dings, guck mir ihre Filmografie an, wo sie als Produzent und Executive Producer-Dings, wobei man da muss sagen, was sie da mitgewirkt hat, ist auch was anderes, weil früher hat sie quasi in dem Bereich gearbeitet, dass sie sich um die Finanzierung der Filme gekümmert hat. Sie hatte keine, wenn ich mich nicht irre, keine kreativen Aufträge, sondern mehr finanzielle Bereiche. Nenne ich es einfach mal. Also sie hat quasi das Geld eingetrieben, für die Produktion. Ja gut, es ist halt aber, es lässt sich nicht bestreiten, dass es einen Unterschied in der Kontinuität bzw. in der Geschichte, also nicht in der Geschichte, klar, dass da Unterschiede gibt, aber generell so im Stil von den Filmen gibt zwischen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied und der muss ja irgendwo herkommen. Ja, ja. Und diese Dings, kannst du einfach ganz oben anfangen. George Lucas, 5 und 7 keine Regie führt. Kurze Frage noch. Wenn jetzt inhaltlich ungefähr keiner mehr groß was zu sagen hat, würde ich jetzt die Brücke ein wenig Thema schlagen, der Wandel von George Lucas auf Disney und wie behandelt Disney ihre Fans. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal darüber. Jo, gut. Mach mal. Man sieht es ja auch ganz klar, ich meine, George Lucas hat, glaube ich, auch nicht so eine große Wahl gehabt, Lucasfilm oder LucasArts an sich zu verkaufen, weil LucasArts war pleite.
Und ja, immer hat Leute, die sich Rasse setzen. Heißt, George Lucas ist da nicht to blame, ja? Ist auch nicht. Aber ich sage, der Grund, warum Disney LucasArts gekauft hat, ist halt, Franchise ist, sag mal, in der Lage, Geld zu produzieren. Es war zu dem Zeitpunkt das größte Film-Franchise aller Zeiten. Jeder weiß, worum es geht, wenn du LucasArts draufsteht. Eben. Ja, eben. Also Star Wars ist halt eine super starke IP. Das schreit keiner ab, deswegen hat Disney Star Wars auch, oder LucasArts auch gekauft. So. Aber man hat ja vieles gesehen bei der Übernahme. Also, das war, glaube ich, 2012 muss es gewesen ja, sein, wo 2012. Disney LucasArts gekauft hat. Es gab viele Veränderungen, das muss man sagen. Es gab zum Beispiel in den Spielestudios, die ja auch irgendwann ein großer Teil von LucasArts waren, ja, wurde mehr oder weniger komplett eingestampft. Alle momentan laufenden Projekte wurden komplett eingestampft, egal in welchem Stadium. RIP Clone Wars. Und wer hat's bekommen? EA. Die originale, Alter, RIP Star Wars 1313, Mann. Also die originale Star Wars Serie wurde eingestampft nach zwei Staffeln, die rausgekommen sind. Von denen auch niemand mehr so großartig weiß. Die sind frei verfügbar auf YouTube. Was für eine Star Wars Serie? Die 2003er Star Wars The Clone Wars Serie. Ach die, ja, ja, ja. Ach so, ja. Ja. Die geile. Ja, die, wo Rios noch geil war. Dann hat man mehr oder weniger 2012 gesehen, oder ab 2012 gesehen, wie dann der Merchandise anstieg. Also auf einmal gab es dann wieder mehr in die Richtung Lego Star Wars. Es kam mehr in Richtung Star Wars The Clone Wars, was ja dann auch zu der Zeit dann rausgekommen ist. Was ich aber ziemlich gefeiert habe. So. Clone Wars war auch geil. Da haben Leute gearbeitet, die das einfach geliebt das haben. Das stimmt, das stimmt. Das und stimmt. Vor allem, es waren auch die Leute da, die von Anfang an da waren, und damals war es dann wirklich so, die hatten ja nicht das Geld, die mussten einfach Qualität abliefern, damit sie weitermachen können. Und das haben sie geschafft. Genau. Ja, also, da lief's ja, also bei The Clone Wars. Und, Alter. Ich denke halt, es hat viel damit zu tun mit der Übernahme, weil halt auch viel umgestellt wurde. Und es kann funktionieren, so eine Umstellung, hat man gesehen bei Clone Wars zum Beispiel. Aber man hat auch gesehen, dass dann langsam die Geldmaschine ist dann halt auch immer ins Rollen gekommen. Mit Merchandise und Werbung und. Das halte ich aber nicht für was Schlechtes, Merchandise. Ja, das ist nichts Schlechtes oder irgend sowas. Und dann kam halt eben die Geschichte, es wird die Geschichte weitergeführt. Da habe ich mir persönlich gedacht, oh, das kann sehr nach hinten losgehen. Weil du hast mit 1 bis 6 in den Episoden hast du so viele Zwischenräume geschaffen, dass die ein Riesenpotenzial bieten für Lückenfüllfilme, in Anführungszeichen. So wie bei The Clone Wars, wo dann halt die Geschichte der Klonkriege erzählt wurde, innerhalb zweier Episoden. Mhm. Das bietet sehr viel Potenzial, gerade auch in dem Zeitraum zwischen Episode 1 und 2, vor Episode 1 mit der Alten Republik, die ja oft referenziert wurde. Und ein wunderbares Spiel hatte. Ja, da kann man, da hätte man viel, viel, viel mehr draus machen können. Was ja nicht passiert ist. Und da hätte man auch viel Geld mit verdienen können. Also, seht euch mal die Star Wars Spiele an. Also Battlefront 1 und 2, die wo jetzt neu rausgekommen sind, die waren jetzt nicht so die besten Spiele, aber allein das, weil da Star Wars drauf verkauft. Stand, weil das, allein weil da Star Wars drauf stand, haben die sich sau gut verkauft. Stellt euch mal vor, da kämen jetzt noch Spiele dazu, oder da wären Spiele gekommen, die auch gut gewesen wären. Zum Beispiel in Star Wars, also in The Witcher in einem Star Wars Universum. Oh, ich möchte mir vielleicht ein bisschen viel das, verlangt. Ja, nein, aber das wünsche ich mir schon seit Jahren. Das wünscht sich jeder. Du hättest viel, viel, viel Geld mit verdienen können. Oder du ja, aber dann verkaufst ja nicht die Rechte an Electronic Arts. Nein, aber du hättest zum Beispiel dir Leute zusammensuchen können, weil die Entwicklerstudios gibt es ja immer noch. Zwar sehr klein, aber es gibt ja immer noch zum Teil die LucasArts Entwicklerstudios. Oder wenn man, was ich auch fallen würde, zum Beispiel, man könnte ja die Old Republic remastern. Ich würde dieses Spiel so gerne spielen, aber ich würde persönlich das mitbekommen eigentlich. Jetzt gehen wir zu Games gerade, jetzt driften wir gerade voll ab zu Games. Nein, das hat immer noch mit dem Köln vs. Star Wars im Moment. Ja, schon, aber ja. Habt ihr das mitbekommen mit dem Knights of the Old Republic Remake? Oh was, sie machen das? Nein,
Und zwar, jetzt kommt's, deswegen wieder zu Disney. Es gab eine Fan, also es gibt eine Fan-Demo, ich glaube, ich kann euch da mal einen Link reinschicken. Ach stimmt, da ja, die haben eingestampft, ne? Da haben Fans als Projekt praktisch Knights of the Old Republic komplett remastered. Lol. Also wirklich komplett mit HD-Grafik. Mit HD-Grafik, mit überarbeitetem Kampfsystem, mit zusätzlichen Planeten und zusätzlichem Loot. Und wollten das kriegen Halfsteifen. Haben dann bei Ding angefragt, bei Disney, ob sie das crowdfunden dürfen, beziehungsweise ob sie die Rechte, also ob sie das dann halt dementsprechend halt auch veröffentlichen dürfen, weil die Lizenz gehört halt immer noch Disney. Und dann kam als Antwort, nein, ihr dürft diesen Namen nicht benutzen und ihr dürft diese Mod nicht veröffentlichen. Ich schicke euch mal gerade hier geschwind in den Chat den Link, könnt ihr euch das mal angucken. Sind ein paar schöne Bilder dabei. Auch ein paar so zum Durchlaufen. Es sieht halt schon sehr schön aus. Und da kam dann auch Disney als Konzern wieder, der sich daran bestimmt auch eine goldene Nase hätte verdienen können. Wie es halt gerade auch bei Star Wars Fury macht. Und trotzdem scheißen die auf ihre Fans, weil das war ja gewollt, wenn man sich mal die Aufrufanzahlen anguckt auf dem Video, das ich euch gerade geschickt habe. Es hat ja schon eine relativ hohe Beliebtheit gefreut. Da kann man sich echt fragen, woran das jetzt genau liegt. Halt so in die Hose gegangen ist. Die Crowdfunding, also ich sag mal, die haben ja. Was genau haben sie angefragt? Sie haben angefragt, ob sie eine Mod veröffentlichen dürfen, die das Spiel Star Wars Knights of the Old Republic von 2003 erweitert, beziehungsweise halt verbessert. Kommerziell? Das weiß ich nicht, ob kommerziell. Aber selbst wenn kommerziell, hätten sie genauso gut sagen können, okay, wir lassen euch das Ding machen für die Fans, aber wir behalten die ganzen Einnahmen ein. Hätten sie ja auch machen können. Ja, dann hätten die Fans hätten dann dementsprechend ein geiles Spiel gehabt. Gut, wie man das entwickelt, ist halt mal dahingestellt. Ohne Geld. Aber es wäre ja immerhin noch die Möglichkeit da gewesen. Meine Theorie dazu, jetzt möchte ich mal kurz anmerken, ist, dass sie mit dem Teil von Star Wars nichts zu tun haben wollen. Ja. Da. Also, das, weil es über den Teil, ja, der passt nicht zu ihrer Firmenpolitik. Möchte ich mal so behaupten. Ja, okay, und ich behaupte mal, dass du damit komplett recht hast, weil das sehen wir hier auch zum Beispiel mit Star Wars Legends, was entkanonisiert wurde. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Wenn ja, habe ich es gerade erfunden. Entkanonisiert ist ein Wort. Was ist denn? Moment, also. Auf jeden Fall. Star Wars Legends ist eine scheiß Serie da, die jetzt kommen soll. Nee, Legends ist der Bereich gemeint nach. Ach so, quasi. Was halt. Ja, ja, okay, ich hab's. Quasi, was davor spielt, was danach spielt, alles. Grandmaster Luke und sowas, ich weiß, was du meinst. Genau. Und auch, dass er quasi deine Frau hat und so weiter, alles ist Legends. Mara Jade. Genau. Und das haben sie ja alles dann quasi gelöscht und schreiben sie komplett neu, weil, wie er sagte, sie wollen quasi nichts damit zu tun haben, sie wollen was Eigenes da erschaffen. Der macht es komplett quasi, was er meint, Sinn, dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Ich kann auch einfach sagen, dass sie quasi ein Spiel selbst in die Richtung geplant haben und wahrscheinlich dann einfach wieder gescrapped haben, wie es nicht unwahrscheinlich ist. Ja gut, aber
dazu ganz kurz, im gleichen Atemzug, wenn man sagt, okay, man möchte da nichts mehr mit zu tun haben, im gleichen Atemzug milkt man die Star Wars The Old Republic MMOQ bis zum Umfallen. Das ja, gibt's ja immer noch. Das macht ja, ja, warum das einstellen? Das bringt ja Geld. Ja, eben. Und das ist ja dämlich. Wenn du so eine Mod hättest und die verkaufen könntest, vielleicht sogar als Standalone, was weiß ich. Ja, du hast aber du hättest ja auch einen Haufen Geld damit verdienen können. Du hättest, also da hätte ja, man ja genug, da hätte man ja auch genug aushandeln können. Also wenn Disney das daran interessiert gewesen wäre, irgendwie damit Geld zu verdienen, dann würden die damit Geld verdienen. Also du hast aber bei einer Mod, die nicht von dir produziert wird, keine Kontrolle drüber, was in der Mod drin ist. Ja, aber du kannst ja genauso gut sagen, ach, die haben da die Idee, eine Mod zu machen. Wir machen die einfach selber. Wir produzieren die, hauen die als eigenes Spiel raus und verlangen 70 Euro dafür. Arbeitsaufwand. Ja. Ja gut, aber so, wenn das ein paar Modder hinkriegen, die das in ihrer Freizeit machen und das auf Basis von. Sag's mal so, allein aus wirtschaftlicher Sicht hätten die den Aufwand ja gar nicht gehabt, wenn die einfach diese Mod hätten veröffentlichen lassen und einfach die Einnahmen einbehalten hätten. Aber die haben ja einfach gesagt, nö, ihr dürft das nicht. Ja, und das haben sie ja schon gemacht mit dem Fanfilm. Eben, es mag zwar sein, dass das vielleicht nicht zu der Firmenpolitik passt, aber dann damit zu argumentieren, Gewinne und so kann man dann theoretisch auch nicht machen, weil sie mit dem auf jeden Fall Gewinne machen können. Ja. 100%. Dazu kommt noch, Disney ist ein gigantisches Unternehmen. Also wirklich gigantisch. Da kann durchaus einfach mal passieren, dass verschiedene Abteilungen, verschiedene Meinungen zu etwas haben und dass die Kommunikation einfach in diesem Unternehmen mangelhaft ist. Weil einfach nicht ausreicht. Es kann zum Beispiel sein, dass der Typ, der quasi die Anfrage bearbeitet hat, und vielleicht sein Übergesetzter hat gesagt so nee, dann hat irgendwie ein Typ weiter oben gesagt, würde sagen so, das ist eine coole Idee, wir machen das genauso wie ihr gerade sagt. Also kommt er einfach quasi dann, aber er kriegt davon nichts mit, weißt du? Ja. Weil einfach das Unternehmen so groß ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob man das so dann aus, also es gibt ja auch Filmstudios, ich bringe jetzt immer wieder Marvel hier ins Spiel, die haben ja auch schon viel auf ihre Fans gehört, auch auf Social Media und was weiß ich, wo dann halt dementsprechend Rückmeldung gekommen ist, auch zum Teil in ihre Filme eingebaut. Ja, aber darf ich kurz was sagen? Jo. Da kommt es mir eher so vor, dass Marvel sich da ein bisschen abgekapselt hat von Disney auf die Art und Weise, weil, wie soll man das sagen, Marvel hat es geschafft, sich in eine Position zu bewegen, wo die dann einfach machen können, was sie wollen innerhalb des Unternehmens. Weil das ist es. Und ich habe das Gefühl, Star Wars, die Leute, die zurzeit an Star Wars sitzen, haben das Gefühl, sie könnten das Gleiche machen, aber das ist einfach nicht so. Genau. Was dann auch noch dazu kommt, ich habe gerade einen Faden verloren zu dem, was ich sagen wollte. Also wie gesagt, Marvel hat sich unabhängig gemacht. Alter. Genau, also Marvel hat sich unabhängig gemacht und kann dadurch dann quasi, weil sie ist etwas, sie sind enger verbunden miteinander. Weißt du, was ich meine? Weil sie so abgesondert sind. Genau, weil alles ist einfach quasi unter einem Dach. Alles ist quasi bei Marvel, bei Kevin Feige, während bei Star Wars, das haben wir ja gerade gesehen bei dem Star Wars Fury Video. Wer hat da geclaimed? Es hat nicht Disney geclaimed. Es hat nicht LucasArts geclaimed. Wer hat es geclaimed? Warner Chappell. Ja. Ich glaube, es ist ein Musikding. Also, das sieht man einfach, das ist dann einfach komplett gespreadet anscheinend im Unternehmen. Ja, aber kannst du, also ganz ehrlich mal, kannst du dich wirklich hinstellen als große Firma, als Firma wie Disney und das darauf abtun, dass halt deine Kommunikation nicht gut ist?
Nein, definitiv also, nicht. Also das ist so dieses, wenn du ein großer Konzern bist, dann würde ich als Führung mich nicht hinstellen und sagen, okay, das liegt halt an doofer Kommunizierung, sondern ich würde versuchen, dass es so rüberkommt, als würden alle miteinander perfekt kommunizieren. Also so würde ich versuchen, dass es jedenfalls rüberkommt. Vor allem natürlich, ja. Versuchen, dass es besser wird. Ja, eben. Aber dann siehst du mal wieder, wie wenig an der Star Wars Community liegt, wenn dir sowas halt egal ist und wenn auf sowas keine Rückmeldung kommt. Ich glaube, das liegt auch da. Erstmal du weiterreden. Ja, es kommt, also gerade mit der Geschichte mit dem Vader-Fanfilm. Es kam zwar, es wurde kommuniziert, ja, wir wollen nicht, dass du damit Geld verdienst, was weiß ich. Hat er gesagt, okay, gut, er dreht es trotzdem. Er stellt Patreon. Sämtliche Monetarisierung und sowas aus. Er hat ja damit auch keinen Cent mit dem Film. War ja keine Werbung geschaltet, kein Geld. Dann kommt auf einmal Disney später, claimt dann das Video für sich, übernimmt es und schaltet dann Werbung. Also das sind so Sachen, die sollten eigentlich nicht passieren für die Kontinuität von Aussagen. Also für die, dass man Disney ernst nehmen kann als Konzern. Weil dann, es ist ja nicht konstant irgendwie was, du kannst ja denen nichts glauben in dem Sinne. Wenn immer später irgendwas kommt von wegen, ja, wir haben, die schulden uns das und das noch. Das macht ja dann auch alles kaputt, was Fanmade in die Richtung geht. Also wisst ihr, was ich meine? Vor allem, ich meine, Star Wars Fury hat es in seinem Video selber gesagt, er glaubt nicht, dass, also das ist jetzt gerade so, früher war alles besser, aber glaubt ihr, George Lucas hätte diesen Fanfilm gestrikt? Ich glaube nicht. Ich glaub's auch nicht tatsächlich. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte bei George Lucas, der hat immer so gesagt, es ist eine Kindergeschichte und man soll sie auch weitererzählen und sowas. Ich meine, wir wissen alle, dass es keine Kindergeschichte ist. Ja, dazu kann ich kurz zusagen, dazu sagen insgesamt? Ja, klar. Also ich bin mir ziemlich sicher, George Lucas persönlich würde es nicht streiken. Also erstens, weil er es vielleicht nicht macht, aber auch grundsätzlich wegen seinem Charakter. Es kann natürlich sein, dass jemand im Unternehmen strikt, aber das halte ich auch nicht aufgrund der Art und Weise, wie LucasArts gehandhabt wird. Eben. Halte ich relativ wenig. Dazu kommt, was mich du meinst mit... George... Alter, yeah. Ich wollte nur kurz sagen, für mich, wie einfach mal schreit, ey. Ich habe einfach weitergeredet. Ich habe nicht geschrien. Ich wollte nur kurz sagen, für mich war George Lucas eigentlich immer so ein bisschen der Stanley des Damals. Absolut. was... ich es noch sagen wollte. Wow. Danke, ja, Lukas, ich habe den Faden verloren. Danke. Alles deine Schuld. Du hast mich zuerst unterbrochen. Nein, du hast mich unterbrochen, während ich noch weiterreden wollte. Ich war fertig. Chill mal, Leute. Ist doch egal. Es ist halt sowas, man sieht von Disney Seiten gegenüber dem Star Wars Fandom, gegenüber der ganzen Star Wars Geschichte, sieht man halt keinerlei Respekt. Also man sieht keinen Respekt, man sieht keine Hingabe irgendwie, man sieht einfach nur, lasst uns unseren Scheiß machen. Nicht mal das zum Teil. Ja. Weißt du, man hatte mit Star Wars 7, und mit Rogue One und dem ganzen Scheiß hatte man einen guten Start. Man hatte wirklich viel Rückmeldung. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Spasten, die auf irgendwelchen sozialen Netzwerken irgendeine Kacke geschrieben haben. Davon rede ich nicht. Ich rede von Rezensionen. Also so wie wir? Die Stück für Stück, ja, wir sind schon ein bisschen am Ranten hier gerade, aber ich rede von Rezensionen, die wirklich sich mit dem Film auseinandergesetzt haben, rausgesucht haben, okay, wo liegen die Fehler drin, warum sind diese Filme vielleicht nicht ganz so beliebt wie die früheren Filme, dass man darauf nichts weiter als Antwort hatte, außer, ja, fickt euch, ihr seid alle sexistische Rassisten. Eine Sache ist halt da, aber das Problem, du musst einfach mal die Quantität beurteilen. Ja, die Quantität. Wenn du so... Ich meine, es gibt viel qualitativ gute Kritik, aber es gibt leider quantitativ viel mehr Hate.
Ja, schon. Aber viel mehr Hetze. Und irgendwann siehst du halt, wenn du die ganze Zeit nur noch Hetze liest, dann geht die gute Kritik in der Hetze einfach unter. Genau. Das ja, klar, aber wie gesagt, es funktioniert auch an anderen. Es gibt viele, also ich rede jetzt nicht nur von Filmfirmen, aber es gibt viele Firmen, die sind auch schon auf Shitstorms und so weiter eingegangen, haben dann zurückgerudert, gerade mal zum Beispiel wie EA, nachdem Star Wars Battlefront 2 rausgekommen ist mit dem Pay-to-Win. Das stimmt. Es gab... Und es ist fucking EA. Ja, es gab doch keine Wahl. Ja, aber Kevin, das ist es ja genau. Es gab viel Shitstorm. Es gab viel Hurensohn EA, was weiß ich. Und das gab es auch vorher schon. Aber trotzdem hat sich dann EA hingesetzt und hat gesagt, okay, scheiße, so lief's richtig. Naja, weil sie gesehen hatten, dass die Käufe zurückgehen. Ja, das Lustige ist, wobei... Das war doch bei Star Wars genauso. Star Wars 7 hat einen Haufen Geld eingespielt. Das stimmt. Solo hat fast hinbekommen, die eigenen Preise, die eigenen Kosten nicht mehr einzuspielen. Ja, genau deswegen wurden ja alle anderen Projekte gecancelt. Solo. Boba Fett Solo-Film, Obi-Wan Kenobi Solo-Film, alles eingestampft, weil so performt hat. Weil es sich wirtschaftlich gesehen nicht mehr gelohnt hat. Lenz? Ja, weil es sich wirtschaftlich gesehen nicht gelohnt hat, aber nicht, weil man auf irgendwelche Kritik eingegangen ist. Ja, so, EA ja auch nicht. EA, ich habe ja auch gesagt, EA hat ja auch aus wirtschaftlichen Gründen gehandelt. Ja, wobei das ist aber auch komplett anders gewesen, weil das war teilweise, wenn ich mich gerade nicht komplett irre, war das tatsächlich nicht mehr auf EA's Dings haben die das gemacht, sondern es war anscheinend wirklich so, dass tatsächlich der CEO von Disney angerufen hat und hat tatsächlich gesagt, dass es dem ihm jetzt zu viel ist. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Also, so, wenn ich mich irre, ist es so, dass der CEO von Disney angerufen hat. Schritte eingeleitet wurden gegen Glücksspiel in Videogames quasi und das auch ein Grund dazu gewesen ist, warum sie zurückgerudert haben. Das stimmt, bei EA war es wirklich nicht. Reagiert haben. Ja, eben bei EA war es nicht nur der Shitstorm. Die haben sich zwar entschuldigt öffentlich, das kann man ihnen trotzdem erhöhten Druck, den sie hatten, zugute halten. Ja. Entschuldigt haben sie sich trotzdem. Aber was du meinst, Lenz, Shitstorm hat immer einen Grund, eigentlich. Ja, fast ja. Immer. So ein Shitstorm aus Rassismus und so einer Scheiße mal abgesehen. Aber so ein Shitstorm hat. Ja, Rassismus hat auch nicht. Wir reden gerade nicht über Rassismus. Du hast gerade darüber geredet. Also wollte ich auch nur was sagen. Schlecht gewählt ist. Wir reden doch jetzt auch nicht gleich über Marvel, bloß weil Lenz die ganze Zeit Marvel-Beispiele bringt. Ja, aber Marvel ist aber ein gutes Ding, weil es quasi beides ist unter Disney-Haus. Schweig jetzt still, wir sind bei Star Wars. Ich hab gerade gesagt, wir reden nicht darüber. Ja, aber Marvel. Nee. Der will nicht so rumschreien, ich glaube, meine Mitbewohner schlafen. Aber nicht erst 22 Uhr irgendwas. Ah ja, Shitstorm hat immer einen Grund. Und es ist halt, bei EA sind sie wenigstens drauf eingegangen, aber das sehe ich halt bei Star Wars leider noch nicht und ich sehe das bei Star Wars leider echt erst. Es tut mir leid, wenn die wirtschaftlichen Zahlen so scheiße werden, dass sie am Ende nicht mal merken, dass sie was ändern. Aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Genau das habe ich ja gesagt. Ich habe gesagt, die gehen nicht darauf ein. Weil's ja, ich hab dir doch nur zugestimmt. Also, ja gut, dann. Also, Junge, ist schon seinem Hass drin, er merkt's nicht mal mehr. Ich hab die Rede nur gehalten, weil ich dir zustimme. Lame, so, Alter. Genau das hab ich doch gesagt. Ich hab dir doch zugestimmt. Sorry, okay, ich entschuldige mich offiziell. Ja, so wie, ey, Alter. Ja, Entschuldigung. Wo war ich gerade? Ich hab dir zugestimmt, ja. Der Häusler wollte noch irgendwas sagen. Ja, Luca. Luca? Ist der, kurze Frage zu Shitstorms immer berechtigt? Oder hat immer einen Grund? Klar hat Shitstorm immer einen Grund, aber der Grund, ob der Grund berechtigt ist oder nicht, ist eine andere Sache. Ja, das ist eine andere Sache. Das habe ich noch nicht gesagt. Ja, genau. Und ich finde, ein Shitstorm
der Shitstorm, der gegen Star Wars führt, der ist vielleicht aus den richtigen Gründen, aber der geht in eine Richtung, die nicht akzeptabel ist. In keinster Weise. Das stimmt. Der, von mir aus, ein Shitstorm kann passieren. Und das passiert in vielen Firmen. Man sieht es gerade mit Gillette. Die haben auch einen riesen Shitstorm. Aus. Ach ja, okay, aber Gillette hat einfach nur eine Shitstorm King, die verdammten Trump-Voters, also da kann man... So, ja. Nee, ja, von welchem Star Wars Shitstorm redest du? Es gab viele. Also von was genau? So, das Nummer 1. Und den gegen die Schauspieler und so gerade. Gegen die Schauspieler. Ja, darum glaube ich geht's. Ach so, da gab's, ja. Da gab's sau viele. Also da gab's... Und vor allem, wenn man Star Wars so betrachtet, hast du halt... Gefühlt jeder mag Star Wars. Ich glaube, es gibt... würde gegen Herr der Ringe so eine Scheiße abgehen, wären 200 mal weniger Leute dabei. Weil ich glaube, bei Herr der Ringe sind es noch weniger, die sich für interessieren, aber für viele ist halt Star Wars nochmal wichtiger. Und das sind halt aus allen Gruppen alles dabei und da geht's in eine Richtung, wo du eigentlich sonst schon sagen kannst. Ja, dann sprich doch mal die Richtung bitte aus, weil momentan sehe ich deinen Punkt nicht. Ja, es geht um Morddrohungen gegen zum Beispiel Richtung gegen die Schauspielerin von Rose und so weiter. Ja. Also das ist einfach komplett unakzeptabel. Ja, natürlich ist das unakzeptabel. Schwarz, ich könnte mal auch jetzt anbringen. Denn die Rassismus-Schiene fahren. Da war auch ein Riesenshitstorm. Bei wem? Ich habe nicht zugehört, tut mir leid. Bei Mace Windu hat sich... Achso. Das ist ja nicht das, was man meint. Auf sowas soll man doch nicht eingehen, aber wenn man einen Haufen Leute hat, die sagen, okay, es gibt den und den Plotfehler, es gibt schlecht ausgearbeitete Charaktere, es gibt dies und dies. Ja. Dann kannst du dir das angucken als Konzern und du kannst sagen, okay, beziehungsweise als Filmstudio, kannst sagen, okay, wir haben die und die Sachen. Das sehen wir, wo das dran ist. Und dann haben wir die andere Sparte von wegen Rassismus, die kann man getrost liegen lassen. Aber du meinst, ein gutes Filmstudio sollte, auch wenn quantitativ viel zu viel Scheiße da ist, trotzdem noch differenzieren können. Ja, das sollen sie definitiv können. Ja, sie sollten es können, aber was ist schon einfacher, dich als Opfer darzustellen oder auf Kritik einzugehen? Das ist ja das Problem. Ja, nee. oder den Opfer darzustellen, zu zeigen. Das passt ja einfach zur aktuellen. Selber gerade als Opfer da. Und das können sie, weil eben quantitativ so viele Leute Scheiße bauen. Und aber das hilft ja niemand. Das hilft ja niemand. Ja, eben hilft es niemand. Und das hilft Disney, weil sie sich jetzt als Opfer darstellen. Das hilft Disney nicht. Es hilft Disney nur bei dieser kleinen Gruppe, den sie quasi da. Ich sag mal so, es gibt drei Lager. Es gibt dieses Haterlager. Das Haterlager, was quasi so komplett die einfach nur sich nicht verhalten kann. Dann gibt es dann quasi die Unterstützer, die quasi dazu können, quasi, wo die dann quasi dich direkt als Rassist beleidigen und als und so weiter. Weißt du? Sexist. Und dann gibt's Sexist, genau, und dann gibt's das ganz große Lager in der Mitte. Das einfach nur gigantisch ist, aber was relativ wenig sagt. Ja, genau. Und das ist dann das Problem, dann quasi dadurch, dass Disney quasi zu diesem Lager gehört, was quasi Leute beleidigt, tun sie dann quasi gleichzeitig nicht nur die Leute abschrecken, die quasi sowieso am Beleidigen waren, also die Hardcore-Hater, sondern auch die Leute, die in der Mitte sind, die den Film neutral gegenüberstehen, die den Film nicht mögen oder die den Film konstruktiv Kritik geben. Die tun sie gleichzeitig alle noch wie ist das Wort, was ich gerade suche? Abschrecken. Auch, genau, abschrecken. Die machen damit, die gewinnen nicht. Weil sie die Leute, die sich quasi an sie binden, eine viel kleinere Gruppe sind. Mhm. Es gibt ja immer diese große Mitte, die nicht viel sagt.
Ich meine, das sehen wir ja auch quasi in den USA-Wahlkampf. Es gibt das hartlaute links und hartlaute rechts, und in der Mitte ist Funkstelle. Viele Leute, die sich einfach nicht zu. Du hörst halt nur die Extreme. Ja, das ist das Problem. Ja, genau. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem, darauf wollen wir nicht eingehen. Was ich aber auch noch anmerke. Können wir mal anders machen. Gibt auch zum Beispiel. Verfolge ich da so einen YouTuber aus Amerika, so ein Tuning. Scheiß Nazi. Und da gab es zum Beispiel auch schon die eine oder andere Situation. Der hat zum Beispiel neues Teil angebaut irgendwo, das ist dann halt verreckt. Irgendwann. Hat dann halt gesagt, ja, das und das haben wir gemacht, das ist verreckt, weil die haben es halt anstatt mit 400 PS mit 700 PS probiert. Dann gab es zum Teil auch Firmen, die haben sich dann von sich aus gemeldet, haben dann darauf geantwortet und gesagt, okay, wir senden euch das und das Teil zu, das ist passt für die Power und geht durch. Weißt du, das ist auch nicht das Einzige, was da war. Es gibt viele Firmen, die haben da so ein offenes Ohr irgendwie für Kritik, also für konstruktive Kritik, und Disney wurde es schon relativ leicht gemacht, weil es gab viele, auch international, so YouTube-Kanäle zum Beispiel, die Reviews gemacht haben und die dann nochmal die Filme Revue passieren lassen haben. Die haben dann nochmal die Filme analysiert, haben nochmal Geschichte eingegangen auf das Filmische. Und allein wenn man sich ein paar wenige Minuten mit dem befasst hätte, was die Leute in ihren professionellen Reviews gesagt hätten, dann hätte man sie ja nochmal selber reflektieren können und sich hinsetzen können, okay, was liegt da dran und wie können wir das vielleicht besser machen? Oder ja, aber genau ist das ist ja das Problem an der Firma Disney, die sich sowas nicht zu Herzen nimmt. YouTube ist ja an sich genau das Gleiche. YouTube kassiert auch viel Hate, und YouTube kriegt auch sehr viel konstruktive Kritik, aber macht weiter mit ihrem Spaß, weil sie da stur durchziehen wollen, was sie sich für sich vorgenommen haben. Vor allem, weil beide Konzerne leider Gottes quasi Monopolstellung haben. Eben. Es gibt nämlich keine andere Firma im Multimedia-Bereich, die mächtiger ist als Disney. Was halt auch so, ja eben, da du gerade eben auch so den Vergleich zu YouTube bringst, wenn es eine andere Plattform gäbe, die so relevant und so gut ist und so krass ist wie YouTube, ich wäre schon längst da drauf gewechselt. Aber die gibt's halt leider nicht. Weil es auch so schwer ist, mit so einem Gegner wie YouTube als andere Plattform groß zu werden. Genau das gleiche ist es mit Disney. Ja. Und was auch noch bei LucasArts anders war, wie bei Disney, beim Shitstorm zu Jar Jar Binks zum Beispiel, den gab's ja auch, da war ja noch LucasArts in charge, da ist man ja auch drauf eingegangen. Da kam ja Episode 2 fast gar nicht vor, und Episode 3 hat man ihn einmal gesehen. Eben, da ist man auch drauf eingegangen, auf das, es gab auch wieder Kommentare im Sinne von, ja, wir bringen nicht alle um, George Lucas, was weiß ich. Der Schauspieler hatte ja auch Probleme damit. Da hast du ja wieder die Perspektive, LucasArts war damals eine sehr viel kleinere Firma, sehr viel zugänglichere Firma als Disney. Ja, Disney als dieser Multimedia-Gang, der ist ja nicht zugänglich, keiner weiß. Ja, aber es gibt ja immer noch die Untersparten, was ja hier die ganze Zeit gesagt wurde. Aber die hätten ja wenigstens mal, ich weiß nicht, wie es vielleicht lief, es ja auch das so. Das haben sie ja vielleicht sogar gemacht, aber Disney sagt wahrscheinlich nein. Ich fände es einfach gut, wenn es, ich sag's euch ehrlich, ich würde es einfach feiern, wenn es ein Star Wars Universum, ein filmisches Star Wars Universum gäbe, das so funktionieren würde wie Marvel, aber so wie sie es gerade machen, funktioniert das einfach nicht. Man hätte es auch einfach lassen können. Fertig. Man hätte es mit dem Film auch einfach lassen können und hätte trotzdem irgendwelche Serien rauspumpen können, irgendwelche Spiele oder sowas, hätte man ja trotzdem machen können. Hätte man ja genauso viel Geld mit verdienen Und können. Wenn du ein neues Trilogie planst, dann planst du die auch komplett durch mit einem Plan und lässt dann nicht einen weiteren Regisseur hingehen und der dann einfach komplett GTA neu arbeitest. GTA 5 zum Beispiel hat GTA 5 hat zum Beispiel einen Haufen Geld eingebracht. Ja, das muss 6 Milliarden. Hinbekommen. Ja, also mit Spielen kannst du viel, 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 viel Geld machen.
Das stimmt. Ja, aber du ziehst jetzt GTA 5 als Beispiel. Jetzt lass doch mal Luca reden, bitte. Die Fanbase von Star Wars musst du dir auch mal angucken. Das sind einerseits Kinder, andererseits auch Leute, die, wie wir, die alten Filme gefeiert haben. Oder, und dann gibt's die Leute, die noch älter sind, die genau. Da waren, als die Kinder waren, als die Originaltrilogie rausgekommen ist. Genau. Und dann gibt's auch die, die auch quasi mit ihren Kindern damals reingegangen sind. Die vierte Generation. Ja. Und Filme sind da die einzige Möglichkeit, die alle Dinge anzusprechen. Vor allem das Franchise auch am Leben zu erhalten. Ja, genau, aber das hat man ja, ordentlich verkackt. Dann frage ich mich auch, wieso tust du denn quasi nicht einen Film machen, also rein aus finanzieller Sicht, tust du dann nicht einen Film, der quasi dann neutral ist, damit mit dem du dann quasi zu allen vier Gruppen quasi... Ich glaube, das ist ziemlich unmöglich. Ja, es ist relativ unmöglich, aber es ist... Wobei, was heißt unmöglich? Star Wars ist zu sich selber relativ treu geblieben über die Jahre. Und jeder liebte diesen Star Wars von den Fans. Ja, aber du kannst natürlich. Wenn du dann quasi nach dieser Methode dann gehst, dann kannst du immer noch quasi diese Leute immer noch einfangen. Die mögen zwar vielleicht alle unterschiedliche Meinungen haben bei einigen Themen, also die mögen dann immer noch Star Wars so, wie es damals war, alle. Das ist dann das eine Ding, was sie gemeinsam haben. Und dann auf das eine gemeinsame Ding musst du dann drauf kapitalisieren. Das haben sie nicht gemacht. Du willst, ich sag mal, einen Film. Also, meinst du jetzt, ich will nur wissen, ob ich dich richtig verstanden habe. Willst du jetzt sagen, dass man keine Episode 7 hätte machen sollen, sondern einen Film außerhalb, ein Spin-off quasi, oder da Filme irgendwie machen? Ich hab's eher so verstanden, dass man einen Film machen soll, der alle Generationen anspricht und nicht versucht, was Neues zu kreieren, was. Ja, aber wenn Star Wars Zukunft haben muss, dann musst du es auf neues Kino anpassen. Ja, natürlich, aber mit dem neuen Kino haben sie ungefähr alles, was da war, komplett gefickt. Ja, eben, stimmt. Weil. Und ich glaube nicht, dass man neue Zuschauer so krass generieren würde, wie wenn man das gemacht hätte, wie wenn sie einfach das Alte, was schon da war, beibehalten hätten. Weil das Alte, was schon da war, findet ja auch heute eigentlich immer noch neue Leute. Star Wars ist. Ich glaube, worum es dann ging, ist letztendlich. Willst du auch neue Leute einführen mit Episode 7, war ja der Plan, neue Fans in das Universum einzuführen, die vielleicht nicht Episode 1 bis 6 gesehen haben, ja? Was und ich dann das... musst du ja einen Film machen, der die Leute ja irgendwo anfängt, der irgendwo neu anfängt. Und das haben sie ja versucht. Aber gleichzeitig haben sie ja versucht, die alten Generationen, die alten Fans, die Episode 1 bis 6 gesehen haben, in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend, war noch immer, da musst du ja auch einfangen. Und das ist so viele Generationen mit einem Film zu bedienen ist unmöglich. Das funktioniert nicht. Hätte man ja auch gar nicht halt auf eine Ding. Man hätte das nicht machen müssen. Man hätte ja, ich hab's ja vorhin gesagt, man hätte sich allein innerhalb der ersten 6 Teile hätte man sich so bewegen können, dass für jeden was dabei wäre. Man hätte Kinderfilme beziehungsweise irgendwelche Serien machen können. Man hätte auch Erwachsene so düstere Filme machen können, so wie Rogue One zum Beispiel. Ja, das aber das sind Sachen, da kannst du innerhalb des Star Wars Universums, weil es ja so groß ist, weil es so farbig ist, weil es so viele unterschiedliche Facetten bildet, kann man da so viel draus machen. Man kann Kinderserien draus machen, man kann ernste Filme draus machen, man könnte vielleicht sogar irgendwie Horrorfilme und Liebesromanzen draus drehen, in diesem Universum. Natürlich kannst du das machen. Niemand hat ja Rogue One hat zum Beispiel. Ja, von Star Wars nicht da ist. Aber Disney wollte das ja einfach nicht. Ja, aber Rogue One zum Beispiel hat ja gezeigt, dass du brauchst kein Lichtschwert unbedingt für einen Star Wars Film. Also du brauchst nicht in jedem Film einen Skywalker zum Beispiel, sondern du kannst dich auch in dem Universum bewegen. Relativ frei kannst du dich in diesem Universum bewegen. Und ich denke, da kann man viele, viele Leute ansprechen. Relativ unabhängig von den einzelnen Filmen. Aber du fragst, ob ich das möchte. Die doch, Sache ist, Luca, ich möchte kurz mal vor Augen führen. Wir sind jetzt super, super, also die meisten von uns, ich bin jetzt nicht so der größte Star Wars Nerd, muss ich sagen, aber gerade Robin und du und Kevin und so und Lukas, natürlich auch, sind super Star Wars Nerds. So.
Ihr kriegt sowas mit, wenn eine neue, hier ein neuer, was weiß ich, ein neues Spiel rauskommt. Oder eine neue Serie oder sowas. Jetzt guck mal die Leute an, die nicht, die sowas, keine Ahnung, wie es Disney oder Mark Hamill nicht auf Twitter abonniert haben und sowas halt nicht mitbekommen. Da muss man aber tatsächlich sagen, dass dann neue Fans das nicht mitbekommen. Das liegt nicht daran, dass wir so krasse Nerds sind, das liegt einfach an schlechtem Marketing. Und was ich dann noch sagen wollte. Jetzt ja auch ältere Fans. Aber wenn du so kleinere Sachen hast, wo du auch nicht weißt, wie sich für kleinere Zielgruppen, wo du nicht weißt, wie du es wie sich's vermarktet, kannst du auch weniger vom Marketing ausgeben. Wenn du bei einer Episode 7 wusstest du, das verkauft sich, weil jeder verbindet was mit Star Wars. Ja, und das ist quasi auch die Stärke, wieso du quasi das Marketing da jetzt nicht der größte Faktor sein dürfte. Weil Star Wars ist so groß und so weit verbreitet, dass du... es verbreitet sich von selbst. Weil es ist einfach, du kannst Star Wars nicht entkommen. Genauso wie du Google nicht entkommen kannst. Wie du Disney bei Filmen nicht entkommen kannst. Weil es sich einfach von selbst verbreitet. Es verbreitet sich schon, wenn du quasi sagst, dann kommt ein neues Star Wars Film, das verbreitet sich schon. Natürlich machst du trotzdem einen Trailer, damit du quasi das, was dann schon quasi verbreitet ist, quasi dann, du musst dann nochmal Benzin reinschütten, weißt du? Ja, damit es dann richtig lodert. Nochmal was zu dir, Luca. Ja. Und zwar, du hast gerade angeführt, dass solche, in Anführungszeichen, kleineren Produktionen, dass die gar nicht alle ansprechen würden. Es muss nicht jede Filmproduktion so groß sein wie ein Star Wars 7 oder ein Avatar Reise nach Pandora. Es muss ja nicht. Natürlich muss das nicht, aber die spielen ja das meiste Geld ein. Eine Filmproduktion muss eigentlich so viel Geld einspielen, dass die Kosten gedeckt sind und dass man Profit damit macht. Und wenn man sich zum Beispiel mal... Wenn man sich zum Beispiel mal James Bond anguckt. James Bond ist auch eine Serie, die gibt es schon relativ lang. Gibt es jetzt auch schon über 50 Jahre. Und zum Beispiel als Skyfall rausgekommen ist, dann hat man gesehen, okay, es kommt ein neuer James Bond raus. Aber James Bond hat nicht so die harte Fanbase. Also die ist kleiner als Herr der Ringe, die ist, denke ich, auch mal kleiner als Star Trek. Also, die ist zwar immer noch relativ groß, aber nicht die größte. Und trotzdem hat sich Skyfall... Ich glaube... Boah, das ist eine harte Aussage. Also... Es ist auf jeden Fall nicht die größte, sagen wir mal so. Skyfall war... war... Trotzdem... Kevin, du hast die gleichen Gedanken. Ich kann nicht unterschreiben, dass die James-Bond-Community klein ist. Geht gar nicht. Ich auch nicht. Also, ich sag nicht klein. Franchise. Ich sag nicht so groß wie Star Wars. Das will ich nicht behaupten. Also, das will ich schon behaupten, dass es kleiner ist. Weil, dazu muss man sagen, Skyfall war auch der erste Film, der für einen Oscar nominiert wurde. Habt ihr es gewusst? Was? Skyfall war der erste Film, der für einen Oscar nominiert wurde. Ja, trotzdem, wenn du von deinem Bond-Film. Ja, aber trotzdem, es gibt. Also, ich. Denkt nicht, dass die größer, also dass die so groß ist wie Star Wars. Und ich glaub, trotzdem Skyfall. Ich glaube, die ist tatsächlich einfach nicht. Ich glaube, die ist tatsächlich einfach nicht so laut. Ja. Ich glaube, es ist ein Unterschied. Es ist eher ein Unterschied davon, dass die meisten Leute sind Fans davon, allerdings, aber sie vergöttern es nicht, so wie bei Star Wars, weil Star Wars ist ein Phänomen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ein absolutes Phänomen, während James Bond ist einfach ein Franchise. Das magst du einfach, aber es ist kein Phänomen, was komplett revolutioniert hat. Ja. Man könnte unterm Strich sagen, James Bond und Mission Impossible sind unterm Strich derselbe Film. Unterm Strich. Natürlich nicht. Mission Impossible ist besser. Darum geht es jetzt aber gerade gar nicht. Aber. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit James Bond finde ich auch nicht, dass man das so arg vergleichen kann, weil
Ich fand den Vergleich am Anfang gut, aber mit die Fanbases kannst du nicht vergleichen. Das kannst du ja gut. So dass du weißt, wenn James Bond draufsteht, dann ist es James Bond, wenn Star Wars draufsteht, ist es Star Wars. Das sehe ich, aber Fanbases kannst du da nicht vergleichen. Ja gut, da kannst du aber auch sagen, warum ist Avatar so wahnsinnig groß geworden? Es war auch nur ein Film, also Avatar Reise nach Pandora. Avatar ist so groß geworden, weil der Film mit damals der Neuheit 3D drin gespielt hat, und zwar als allererstes das großartig umgesetzt hat, genau deswegen. Der war einfach ein technisches Meisterwerk. Es war ein großartiger Film. Und also ich denke, dass du auch in Anführungszeichen eine Nische bedienen kannst und die auch saumäßig erfolgreich wird. Weil Avatar war ja auch eine Nische. Das ist ja auch im Endeffekt Science Fiction, wo nicht jeder draufsteht. Und ja, trotzdem ist er so wahnsinnig groß geworden. Ja, aber ein Star Wars Film hat ein neuer Star Wars Film, der rauskommt, von dem, also Entschuldigung, aber da kannst du nicht dran rangehen und sagen, okay, der soll nur mittelmäßigen Erfolg rausspielen. Ja, aber wenn man was sagen muss, Star Wars ist trotzdem auf die Fanbase, die du da hast. Marketing ist da nicht ein großes Problem. Ich meine, wie viele von uns werden trotzdem in Episode 9 reingehen? Dazu komme ich später noch. Ja, auf jeden Fall, wir werden jetzt auf euch alle in den Film reingehen. Auch wenn wir jetzt von 8 und 12 Solo nicht geguckt haben, ihn vielleicht gut fanden, finde ich so. Aber wir haben alle gemischte Gefühle, aber Star Wars ist trotzdem so groß und so wichtig für uns, dass wir trotzdem in Episode 9 reingehen, ohne dass wir jetzt irgendwas darüber wissen. Das steht jetzt schon bereits für uns fest. Deswegen ist es nicht das Wichtigste dafür, dass Star Wars einfach so eine riesige Anziehungskraft hat, ohne irgendwas dazu zu bringen. Ja, schon richtig. Aber die Sache ist, wie viele, wir sind jetzt halt auch wieder, ne? Da siehst du es auch, wir sind nicht in Solo reingegangen. Was ist Solo? Also ich bin nicht in Solo reingegangen, weil ich keine Zeit hatte, das hat nichts damit zu tun, was ich finde. Ja, trotzdem, aber für eine Episode 7 hättest du dir Zeit gemacht. Das finde ich wirklich. Also, ich glaube, wenn ich keine Zeit habe, dann habe ich keine Zeit. Du vielleicht nicht. Viele andere würden sich vielleicht für einen Film, oder wo wir es auch Geld für ausgeben, Leute halt nur einmal oder ins Kino gehen oder einmal im Jahr, dann machen sie sich eher für einen Film wie Star Wars Episode 7, wo Star Wars Episode 7 draufsteht, geldfrei und zeitfrei, als für einen Film, wo halt so Star Wars Story für Rogue One oder was weiß ich. Also das, wenn ihr mich da verstehen könnt, wo man sagt, ja, aber okay, die machen letztes Hauptgeschäft aus. Also ja, die machen aber ja nicht das Kino-Hauptgeschäft aus, solche Leute. Naja, bei Star Wars würde ich schon sagen, dass da ein großer Teil dran hängt. Ich glaube, da muss man dann einfach mal auf den Unterschied angucken zwischen Rogue One und Episode 7 und 8. Also natürlich, Rogue One hat zwar relativ gute Einspielergebnisse gehabt, aber natürlich war es nicht ansatzweise so groß wie bei Episode 7 und 8. Das war einfach sehr viel. Es war aber trotzdem aber ein Film, der sehr viel eingespielt hat. Ja. Mehr als ein Film, der sehr viel eingespielt hat, das ist richtig. Aber wenn du als Konzern willst du halt keine, wie ich vorhin schon gesagt habe, du erwartest von einem Star Wars Film, oder wenn du das Star Wars Franchise übernimmst, sag ich jetzt mal, als Disney, willst du keine mittelmäßigen Erfolge und nur so Nischenprojekte, du willst ein riesiges Projekt. Du willst ein riesiges Projekt, das möglichst viele anspricht. Das ist, weil das die meisten Gewinne verspricht. Ja, aber du kannst. Stimmt. Das haben sie ja versucht, aber das haben sie leider verkackt. Kevin, ja, das schreibt. Haben sie verkackt. Das ist ja das Problem. Ich habe hier ein paar Zahlen. Hier ist Episode 7, Das Erwachen der Macht, hat circa 1,4, oder? Eine Zahl von 2, ich habe es nicht gehört, hat gelegt. Episode 7 steht hier was, ich weiß jetzt nicht welche Einheit, wahrscheinlich Millionen. Ja, aber vielleicht 2068. Ja, dann sind es Millionen. Ah? Sind es Millionen. Also circa
2 Milliarden ungefähr, haben wir hier wahrscheinlich. Ja, in Millionen US-Dollar. Bei, also 2 Milliarden Einspielergebnis mit 245 Millionen Produktionskosten. Dann kommt ziemlich genau auf Platz 2 Episode 8. Aber dann schon von 2 Milliarden auf 1,3 Milliarden abgestürzt. Zwischendurch kommt dann Rogue One noch mit 1,05 Milliarden Umsatz. Das ist schon eine ganze Menge eigentlich für so ein Spin-Off. Damit ist das Spin-Off immer noch vor Episode 1 eine dunkle Bedrohung und vor allen anderen. Also Rogue One ist der drittstärkste. Da musst du aber ein bisschen aufpassen. Da musst du Inflation mit einberechnen. Du musst eine inflationsbereinigte Statistik haben. Soweit ich weiß, ist die inflationsbereinigt. Nein, das ist nicht Inflation, das ist rein. Ich kenne die Tabelle. Es gibt. Hier steht nämlich, du hast inflationsbereinigt von Star Wars eine dunkle Bedrohung von 1,439 Milliarden. Steht die. Auf Wikipedia steht weiter unten. Ich bin gerade nicht auf Wikipedia. Ja, dann sollst du auf Wikipedia gehen, weil Wikipedia ist echt ist relativ genau, obwohl die meisten Leute sagen, dass es nicht ist. Ja, gut. Aber noch mittlerweile ist es besser geworden. Aber ja, nochmal geschwind hier, was sich aber vergleichen lässt, auf jeden Fall, egal was für eine Statistik, das ist Rogue One und Solo. Das stimmt. Steht hier bei Rogue One 1,05 Milliarden und bei Star Wars Solo, A Star Wars Story stehen hier ganze 393. Das ist ein Drittel. Mhm. Ich fand's schade, weil ich habe bei Solo immer noch das Gefühl, in denen sind einfach nicht so viel reingegangen, weil sie von Episode 8 so enttäuscht waren. Ja, so ging's mir. Ich bin so eine Kreisel von Hass auf das, was sie mit Star Wars gemacht haben, reingefallen. Ich hatte einfach keine Lust drauf. Also was man sieht hier, klar, das stimmt auch, hat auch niemand bezweifelt. Rogue One hat definitiv weniger eingespielt wie Episode 8. Steht außer Frage. Aber nicht so viel weniger. Aber ja gut, es sind für ein Spin-off. Es sind knapp 300 Millionen so ungefähr. Der beste Plan, den sie auch hatten, wäre es wirklich gewesen, eben diese Spin-offs, weil die Trilogie ist jetzt bald wieder rum. Und danach noch eine Trilogie zu machen, macht keinen Sinn. Außer sie machen eine komplett andere Trilogie in einem komplett anderen Zeitalter oder so. Ja gut, also was man vielleicht, also das wäre jetzt nur eine Abschätzung, aber wenn man davon ausgeht, dass jedes Jahr jetzt ein Star Wars Film rauskommt, dann könnte man relativ sicher sein, dass sich das alles bei einem gewissen Umsatz einpendelt. Egal welche Filme. Weil man hat jetzt gesehen, hier Rogue One, A Star Wars Story, sind wir bei 1 Milliarde. Star Wars geht auch anders. Und bei Star Wars The Last Jedi, da waren wir bei 1,3 Milliarden. Das ist nicht so wahnsinnig groß, der Unterschied. Also, das pendelt sich wahrscheinlich irgendwann ein. Und dann ist es mehr oder weniger für Disney dann egal, was für ein Film kommt. Ob eine neue Episode rauskommt, oder ob jetzt irgendein Spin-Off rauskommt. Und dazu muss man mal kommen, dass die quasi die Preise, also die Produktionskosten unterschiedlich sind. Ich meine, für einen Mark Hamill wirst du mehr bezahlen müssen als für die Schauspielerin von Jyn Erso. Ja, eben. Das stimmt. Die Kosten werden relativ, also natürlich Kosten in Summe von Special Effects werden ähnlich sein, aber Schauspielerkosten sind schon mittlerweile relativ groß. Da kannst du richtig schön sparen. Auch neue. Also in Rogue One waren ja auch neue Schauspieler, die man vorher nicht gekannt hat. Also ich jedenfalls nicht. Ich kannte keinen Schauspieler. Ja, natürlich, weil ja quasi jeder gestorben ist. Und trotzdem hat der Film 1 Milliarde eingebracht. Hat auch das Fünffache von seinen Investitionskosten eingebracht. Ja, aber weil... Das muss man auch sehen. Ja, ich glaube... Bei Rogue One, du musst ein Franchise erst, also ich glaube, Rogue One hätte nicht so viel eingespielt, wenn Star Wars Episode 7 nicht vorher gekommen wäre. Oh, nee, da wäre ich mir nicht sicher, weil ich glaube, gegen das Argument stehe ich komplett.
Also ja, weil ich glaube, da ist einfach... Ich glaube nicht, tatsächlich. Weil du musst... Ich glaube nicht, dass das Star Wars Franchise... Also, ich glaube, da sind auch viele... Damit lehne ich mich weit aus dem Fenster, okay. Ja. Ich glaube nicht, dass der Film so erfolgreich wäre, hätte man den Leuten nicht vorher Lust auf Star Wars gemacht. Ich glaube gerade, wenn Episode 7 nicht da gewesen wäre, hätte er gerade noch mehr eingespielt. Ich glaube auch. Mal wieder ein Film war, auf dem Star Wars draufsteht. Ja, ich habe dieser Name Star Wars, der dann einfach so hat. Ich meine, warum ist Ham... Episode 7 ist dann so, dass sie alle quasi dazukommen. Ich meine, Episode 7 ist so ein cooler Film, aber Leute hatten auch Probleme damit. Wisst ihr? Es war nicht der perfekte Film. Es war definitiv nicht der perfekte Star Wars Film. Da gab's nach Episode 7 gab's auch schon so einen Shitstorm von wegen. Ja, natürlich. Und da war es natürlich so. Ja, natürlich sind das Hypothesen, Kevin. Aber. Oh, es wird ja kommuniziert. Das war gerade keine Hypothese. Was? Das mit den Zahlen war gerade keine Hypothese. Dass die. Episode 7 ist eingeschlagen wie eine Bombe, da kann man nichts dagegen sagen. Genau, das. Wegen knapp 2 Milliarden Umsatz. Und das. Als eben auch das erste war. Ja, ich meine, wisst ihr noch, als dann dieser Trailer rauskam mit Chewie via Home? Ja, eben. Das war. Aber das halt waren. Auch gehypt. Ich meine, Rogue. Vier Worte! Ja. Ich meine, also Rogue One hätte, wenn er vor 7 gekommen wäre, in meiner Hypothese, wahrscheinlich weniger eingespielt als Episode 7 jetzt, aber trotzdem mehr als Rogue One jetzt. Weil es ist der erste Film, auf den seit Jahren mal wieder Star Wars drauf stand. Und allein war das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz, kam zwischendurch Episode 1, der 3D-Remake raus. Falls sich da noch jemand dran erinnern kann. Ja. Das ist aber kein neuer Film, genauso wie das Titanic Remake. Ja, also es war kein neuer Film, aber ich denke, also The Clone Wars wurde auch verkauft. Da war es The Clone Wars. Mhm. Hat auch ziemlich viel Geld eingespielt. Gerade auch durch Lizenzen von Netflix und Schlag mich tot. Ja. Außerdem hat Clone Wars durch viel Merchandise halt eben auch Geld eingebracht und das war ja in dem Fall kein Ding. Also die Fans haben Clone Wars gemocht, weil es war Star Wars, es war geiler Star Wars. Und Disney hat das wahrscheinlich geliebt, weil hat Geld eingebracht. Und das wäre ja genau das, was ich habe kein Problem damit, wenn irgendjemand Geld damit verdient. Bloß, du kannst halt auch gucken, dass beide Parteien zufrieden sind. Weil im Endeffekt, was ist einem Disney lieber? Jedes Jahr einen Film rauszuhauen und damit einen ordentlichen Profit zu machen? Von Schlag mich tot vielleicht dem doppelten, dreifachen, vierfachen Investitionswert, den halt zurückzubekommen. Oder du machst Riesenproduktionen, machst immer irgendwas Neues und musst dann dabei zusehen, wie deine Besucherzahlen komplett einstürzen und du irgendwann alles einstellen musst. Luca, ich möchte jetzt mal sagen, warum wir die Diskussion überhaupt, also diesen Abschnitt überhaupt führen. Also wir haben uns die Frage gestellt, warum man eine Star Wars Episode 7 macht. Zumindest war so die Frage, die ich mir gestellt habe. Da hast du gesagt, ja, man könnte, oder du hast ja auch gesagt, ja, man könnte ja auch andere Sachen machen, hier Spiele, andere Filme, so, und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn du jetzt mal guckst, allein das Erwachen der Macht, ich glaube, was auch Lukas gesagt hat, er hätte weniger eingespielt als Star Wars Episode 7, das glaubt er. Das ist auch Hypothese und so. Aber wenn du einmalig alle, die Star Wars lieben, in irgendeiner Weise ins Kino bringen kannst, dann machst du das. Dann diese Show aus. Das war auf jeden Fall nicht gegangen. Es geht aber auch um die Nachhaltigkeit. Es geht mir auch um die Nachhaltigkeit. Du holst zwar einmal die Leute ins Kino, aber du hast mit Star Wars, mit Solo gesehen, ja, es war ein absoluter Einbruch.
weil sie es verkackt haben. Die haben ja, aber warum haben sie es verkackt? Die haben es ja nicht nur in einem Film verkackt, die haben es ja davor schon verkackt. Warum? Ich sag immer noch, meine Hypothese ist immer noch, warum so wenig Leute ins Solo gegangen sind, war eben der Grund aus Episode 8. Genau. Und ich glaube, es ist nicht meine Hypothese, ist eigentlich relativ deutlich, weil Solo, Han Solo ist so ikonisch verkackt. Ja, haben sie. Ja, eben. Und du hättest auch, du hättest dich auch einfach hinstellen können, hättest sagen können, okay, du machst gute Filme, zwar keine verdammt Riesenproduktion, aber dafür sicherst du dir für mehrere Jahre einen Markt. Das hättest du auch machen können. Ja, aber im Moment sieht der Markt für diese Filme mit absteigender Tendenz richtig kacke aus. Das ist aber nicht das, was du als Riesenproduzent, also quasi, was willst du haben? Also willst du das Risiko haben? Also am liebsten hätte ich eine langzeitige Kuh, die ich lange melken kann. Und hätte genau. Nicht irgendwas, das ich einmal ausbeute und dann abstoßen muss. Ja, dazu kommt. Du hättest eine langzeitige Kuh, die du lange melken kannst, für viel Cash. Was du vorschlägst, ist ein Low-Risk-System. Du riskierst nicht viel. Du machst, okay, wo die kann ich zwar lange melken, aber die geben mir nicht so viel Profit raus. Wie wenn du jetzt eine Episode 7, 8, 9, 10, 11, 12 vielleicht auch noch machen könntest, die vielleicht zwar einen Riesenrisikofaktor, wie wir gesehen haben, aber die in der Theorie viel, viel mehr Geld einspielen können. Aber so, ja, aber wenn der Risikofaktor so groß ist, dass es... So funktionieren Konzerne, das machen, das sowas machen normalerweise Konzerne. Ja, also du müsstest es abwägen, wie hoch das Risiko ist. Dass er seine Produkte hat, die er den Mann bringt, die er sich aufbaut und die dann regelmäßig auch für einen relativ kalkulierbaren Preis weiterverkauft werden können. Und die dann dafür sorgen, dass die Firma weiter besteht. Ja, aber wenn sie jetzt... Das ist unlogisch, mal alles über den Haufen zu werfen. Jetzt aber, wenn du das Risiko... Wenn sie das Risiko falsch kalkuliert haben, was er anscheinend wahrscheinlich auch gemacht hat, und nie damit gerechnet, also klar, ich meine, nie damit gerechnet haben, dass sie dass Episode 8 so ein Riesenrein wird. Ist es aus finanzieller Sicht nicht geworden. Es war ja, trotzdem aber, der zweite, ja, einer der am meisten Geld eingebracht hat. Jetzt aus, wir müssen immer noch rein. Aus weiter wirtschaftlicher Sicht ist es aber ein Reinfall. Fertig aus. Ja, natürlich. Weil es dann quasi Folgeschäden hat. Genau, weil es voll geschehen hat. Vielleicht, sie haben halt einen riesen Fehler gemacht. Aber die Entscheidung, die endgültige Entscheidung, zu sagen, okay, wir nehmen das Risiko ein, aber wir, vielleicht haben sie es auch, wir haben es nicht so riesig eingeschätzt. Ich meine, ist nicht unbedingt auf Star Wars angewiesen. Müssen wir dazu sagen. Das sind sie definitiv nicht, aber deswegen geht es auch mit dem High-Risk-System. Wäre das jetzt LucasArts, wäre das eine andere Geschichte. Bei Disney sind sie nicht auf das Risiko angewiesen, deswegen können sie es machen. Aber eine Sache kann man trotzdem... es ist aber trotzdem ein unnötiges Risiko gewesen. Wieso tust du dann nach einem Film in der Trilogie den Regisseur ändern und lässt den dann komplett freie Wahl, komplett als neu umzuschauen. Das ist ein Risiko, das groß ist, komplett unnötig ist. Vor allem, wenn man sich die allgemeine Wirtschaft mal anguckt, ist es ein vollkommen atypisches Verhalten. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal auf eine andere Branche überleiten kann, Bugatti zum Beispiel, wurde von VW gekauft. VW hätte sich auch denken können, okay, scheiß drauf, wir gehen auf Risiko. Aber nein, die haben gesagt, okay, sie machen Qualität. Sie gucken, dass sie das liefern, was die Leute von ihnen wollen. Schnellste Auto der Welt, mit meiste Power. Haben das abgeliefert, fertig. War ein Riesenerfolg. Dann zum Beispiel Übernahme von Lamborghini durch Audi. Hat man sich angeguckt, okay, was lief in der Vergangenheit scheiße? Was kann man besser machen? Haben dementsprechend Autos entwickelt, durch einen passenden, also mit einem passenden Preis verkauft und ist auch ein Riesenerfolg. Du hättest dich, und das ist ein riesen Wirtschaftssparte, die halt auch einen Haufen Geld einbringt. Und Luca, dann halt einfach von Seiten von Disney sich hinzustellen, so nach dem Motto,
YOLO, wir können ja eh alles machen, was wir wollen. Es ist halt unlogisch. Luca, ich möchte kurz mal anmerken, dass Filme weitaus schwieriger zu kalkulieren sind als Autos. Ja, natürlich sind es. Das ist weitaus schwieriger zu kalkulieren. So, wenn du. Nicht wirklich. Doch, es ist schwieriger zu kalkulieren, aber das Problem ist, dass da bei Episode 8 waren die kalkulierbaren möglichen Problemzonen, die waren so offensichtlich. Man hatte bei Episode die 8 hat man Gefühl, gesehen. Die haben sich die ersten 7 Filme nicht mal angeguckt. Die waren so offensichtlich, da stand ganz groß sag Achtung! Und es hat dann noch quasi geblinkt, dann waren da große rote Pfeile, die auf dieses Achtungsschild gezeigt haben. Und es wird trotzdem gemacht. Es ist komplett atypisch. Robin, ich rede nicht von dem Risiko, den Regisseur zu wechseln und da alles umzuschmeißen. Ich rede von dem Risiko allgemein, auf eine neue Trilogie zu setzen. Anstatt. Das fand ich nicht mal ein Risiko. Das war auch nicht. Die neue Trilogie ist das Schlauste, was sie hätten machen können. Ja, genau. Weil es einen viel größeren Markt öffnet. Hat vorhin behauptet, ich weiß nicht, ob ich das einfach falsch verstanden habe, dass man nicht auf eine neue Trilogie hätte setzen sollen, sondern auf andere Sachen, also auf Spin-off-Filme, auf Nischenfilme, auf kleinere Sachen, auf vielleicht auch die nicht das Ganze ansprechen, sondern auf halt eben auf kleinere Sachen, auf Spiele, Serien, statt auf eine neue Trilogie. Und das finde ich, also ich kann nachvollziehen, warum sie eine neue Trilogie geben. Lenz, hast du das so gemeint? Oder ich habe das eher so verstanden. Ich habe es so verstanden. Ja, lass mal, ich rede gerade nicht mit dir. Ich habe es eher so verstanden, als Lenz es gesagt hat, dass man das zusätzlich noch weiter ausbauen kann und gerade jetzt das eigentlich noch besser machen sollte. Jetzt, wo Episode 8 so gefloppt. Ich meine, mit Spielen habe ich mal was reingeschickt, haben die vor einer Zeit. Dieses VR-Spiel von Vader, das ist seit langem. Echt? Kevin, also ich habe das nicht so verstanden. Also, wie ich es gemeint habe. Ich habe gemeint, prinzipiell hätte man viel. Also, ich hätte es mir persönlich gewünscht, als Star Wars-Fan, mehr von diesen zwischenzeitlichen. Also, mehr zwischen den Episoden halt zu erfahren. Das wäre als Fan interessant gewesen, weil es hätten sich viele Sachen erklären lassen, die innerhalb vom Star Wars-Universum passieren. Ach so, du meinst sowas wie zwischen 5 und 6, was hat Luke gemacht, um so krass zu werden dazwischen? Es hätte sich zum Beispiel das, man hätte. Wobei, auch das ist irgendwie. Können, okay, das ist jetzt, geht's nicht. Man hätte erklären können, okay, was ist zwischen Episode 1 und 2 passiert. Während der Ausbildung von Anakin zum Beispiel, die ja da stattgefunden hat, mehr oder weniger komplett, man hätte sagen können, okay, die alte Republik, die doch schon oft angesprochen wurde in den Filmen, mit den Sith und mit den Jedi, wo beide noch riesen Armeen hatten, da hätte man mehr machen, also da hätte man viel Potenzial zeigen können. Das ist jetzt nicht das Problem für mich, dass es generell eine neue Geschichte gibt. Ich bin zwar der Meinung, dass die Geschichte abgeschlossen war, also für mich jedenfalls, nach Episode 6. Und deswegen kann es auch so sein, dass es so rübergekommen ist, wie ihr es verstanden habt. Wenn man sich Gedanken macht über eine Geschichte, die danach stattfinden kann, und wenn man die richtig ausarbeitet und sich auch anguckt, okay, was sind die Fans gewohnt, was wollen die Fans, weil es gab ja schon sehr viele Spekulationen über den neuen Star Wars 7, bevor er überhaupt rausgekommen ist, dann hätte man da vielleicht auch viel besser, noch eine bessere Leistung abliefern können und hätte vielleicht noch mehr Geld verdienen können, auch auf lange Sicht, was halt in dem Fall nicht passiert ist. Und deswegen habe ich auch gesagt, es wäre weniger Risiko gewesen, innerhalb sich dieser Zeit aufzuhalten in diesem Universum, weil man gesehen hat mit Rogue One, man kann viel ausprobieren in dem Universum,
Und das trifft nicht sofort auf den Shitstorm, weil es halt eben das Universum so groß und so weit gebaut ist, dass man da so viel ausprobieren kann, dass fast alles durchgeht. Aber wenn halt die Originalgeschichte weitergeführt wird, dann ist man schon stark limitiert. Das hat man ja auch gesehen jetzt mit den ganzen Rückmeldungen, die gekommen sind. Ja gut, aber sie versuchen ja noch eine neue Untergang, das geht wieder. Ja, und die neue Storyline, die hätte man ja auch innerhalb der alten, also innerhalb der schon passierten Zeit, hätte man auch einführen können. Wisst ihr, wie ich es meine? Also, ja, ich verstehe das. Man hätte ja auch sagen können, okay, scheiß auf Luke Skywalker, scheiß auf Leia, scheiß auf alle, die man kennt. Man baut eine komplett neue Geschichte mit neuen Hauptcharakteren, mit neuen Handlungssträngen, einfach nur in dieses Universum. Es ist zwar im gleichen Universum, aber die Charaktere haben vielleicht gar nichts miteinander zu tun. Auch wieder. Hätte man machen können, das ist richtig. Die Sache ist nur. Das Problem, das ich da sehe, auch wieder, Nostalgie. Man will die Charaktere, also viele, ich sage jetzt nicht, dass das alle wollen, aber viele wollen halt auch Charaktere sehen, die sie kennen. So, auch Casual Kinogänger, so. Die wollen Charaktere sehen, die sie erkennen, so. Throwbacks zu alten Episoden. Ich glaube nicht, dass. Also, ich verstehe schon, warum sie es an die alte Geschichte dran geknüpft haben. Weil du so einen Zug hast. Also auch als Zuschauer. Du hast einen Bezug zu den alten zu den alten Filmen. Ja, das mag sein, aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Solche Witze wie, habt ihr hier irgendwo eine Müllpresse oder sowas? Das war schon Fanservice. Das war versucht. Ja. Also ich fand so diese Throwbacks in 7 waren besser als in 8. Ja, da gab es ja mehrere solche Szenen. Und teilweise ging auch nach so einem Witz im Kino mal so ein bisschen die Runde so, oh nee, jetzt nicht schon wieder. Klar, so ein gewissen Fanservice und sowas, das ist immer cool. Das ist auch cool, wenn du irgendwie mal einen Superheldenfilm guckst. Wenn in Iron Man mal der Schild von Captain America auftaucht. Ja, oder wenn irgendwie in irgendeinem Batman oder sowas im Hintergrund was aus dem alten Comic kommt oder irgendwie sowas. Das ist ja dann cool, wenn sowas kommt. Klar ist es. Das ist ja auch so ein Fanservice. Aber erfolgreiche Filme, also so ganz erfolgreiche Filme, jetzt mal Star Wars ausgeschlossen, die haben es auch oft hinbekommen, eine eigenständige Geschichte zu erzählen, mit gelegentlichen Hinweisen auf das Alte, aber ohne das irgendwie als Aushängeschild zu brauchen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das stimmt. Also so ein Skyfall zum Beispiel, das ja auch eine harte Vorgeschichte hat als James Bond, das lief auch meistens ohne, läuft auch meistens ohne Referenz auf alte Filme. Gut, in Skyfall gibt es jetzt zum Beispiel den alten Aston Martin und den Drink und den Namen von der. Ja, weil es ohne nicht funktionieren würde. Das läuft ja. Also der Film, der war ja auch gut und es sind auch immer so kleine Hints, die einem dann gefallen können, müssen aber nicht. Aber einen ganzen Film darauf auslegen, dass er gut ist, weil die Vorgänger gut waren. Ich habe keinen einzigen James Bond gesehen. Hat der eine zusammenhängende Story? Nein. Eben. Also jein. Jein, aber. Die verschiedenen James Bond Schauspieler unter anderem schon. Also Daniel Craig hat eine eigene Story. Aber so die Filme an sich stehen eigentlich auch jeder gut für sich allein. Ja, jeder Film steht eigentlich für sich allein. Jeder Film hat eigentlich eine eigene Geschichte. Das ist aber bei einer Trilogie gerade schwierig. Ja. Bei einer Trilogie erwartest du ja, dass sie zusammenhängen. Nein, das war. Ich bin gerade eingegangen auf den Punkt. Ich weiß, was du meinst. Man hat deswegen die Geschichte weitergeführt, weil Leute das Altbekannte sehen wollen. Ja, so genau. In gewisser Weise. Ja, genau. Du hast ja, du gehst ja in einen James Bond Film, zumindest, also das ist, was Kevin ja auch geschrieben hat,
gerade, du gehst ja in einen James Bond-Film, weil du das Konzept kennst, weil du weißt, okay, wenn ich so in James Bond reingehe, kriege ich das. Man sieht immer so eine gewisse gleiche Rahmenhandlung. Genau. Du kriegst die. Die hätte man bei Star Wars aber auch machen können, ohne. Also, ich weiß nicht, ob ihr mich so versteht, aber man hätte es bei Star Wars auch hinbekommen, ohne die ganzen alten Charaktere reinzubringen. Ja, aber wie viele wären ins Kino gegangen von... Das weiß ich nicht und das kann ich auch nicht sagen. Kann ich auch nicht sagen, aber ich würde mal schätzen, wenn in dem Trailer zu Star Wars 7 nicht hier Luke mit der Metallhand an R2-D zugreift, wären nicht so viele Leute ins Kino. Da fühlt man sich halt... Da denkt man, geil, das sind Charaktere, die ich geliebt habe als Kind. Da muss ich rein in den Film. So. Das weiß ich, ne? Das kann ich nicht beurteilen. Was ist denn unsere Aufgabe? Wollte ich auch gerade fragen, weil ich hätte ein wenig mal die Brücke zum Schluss geschlagen. Robin? Ja? Bist du überhaupt noch da? Was ist denn unsere Aufnahmezeit? Unsere Aufnahmezeit? Dafür muss ich... Wir haben ungefähr um 21.30 Uhr, würde ich mal sagen, angefangen wieder aufzunehmen. Wir sind jetzt bei 23 Uhr. Okay, dann würde ich jetzt mal noch kurz... Der kennt dich ja, Luca. Ich weiß, wir haben jetzt ziemlich viel geredet, auch ziemlich viel gut geredet. Ich fand unsere Diskussion jetzt eigentlich ziemlich... Dafür, dass es die erste war. Ja, schon. Nächstes Mal, wir nehmen da mal unsere Ideen da raus. Ja, Kevin war schon lustig. Ich würde es noch kurz als Abschlussfrage vielleicht fragen. Was erwartet ihr? Oder das würde mich jetzt mal so persönlich interessieren, weil ich habe meine eigene Meinung dazu. Was seht ihr für Episode 9? Wollt ihr reingehen? Geht ihr rein? Also, ich finde, es ist von... es gehört sich zu einer Beerdigung auch hinzugehen. Okay. Ich bin hart am Schwanken. Ich tendiere tatsächlich eher zum Nein. Du möchtest nicht reingehen? Wahrscheinlich nicht. Ich werde wahrscheinlich hingehen, werde aber gucken, wie es sich... Also ich glaube, das mache ich wirklich abhängig davon, wie ich gerade in Stimmung bin. Mhm. Ich erwarte von Star Wars 9 quasi, dass es... Gut ist. Ich hoffe für Star Wars 9, dass es wenigstens in dem, was es tut, konsequent ist. Das erwarte ich. Meine Hoffnung wäre, dass es irgendwie schafft, Star Wars 8 zu heilen, aber die Hoffnung ist fast am Arsch. Lenz? Ja, das heißt Cancer, AIDS und alles andere. Lenz? Ja, ich weiß echt nicht. Also ich bin mittlerweile mit den Star Wars Filmen, also mit der neuen Trilogie mehr oder weniger durch. Also ich finde die nicht gut. Mir gefallen sie nicht. Ich werde mir wahrscheinlich, da läuft es wahrscheinlich drauf raus, mir innerhalb der ersten 2-3 Wochen diesen Film angucken. Ich hoffe sehr, dass es ein guter Film wird. Ich hoffe, dass irgendwie irgendein Twist noch reinkommt, irgendwie irgendwas, was dann vieles erklärt. Ich hoffe, dass irgendwas passiert, was dann vieles relativiert aus den anderen Filmen. Ich glaube aber nicht wirklich dran. Ich habe leider das Gefühl, dass es dass es so ähnlich wird wie 7 oder 8. Und dass dann irgendwas kommt, was vorhersehbar wird. Ich schätze mal wieder, es kommt irgendwelche SJW-Scheiße, es kommt wahrscheinlich auch irgendwelche solche Gesellschaftskritik rein, die ein bisschen fehl am Platz ist. Vor dem Humor habe ich ziemlich viel Angst, weil mir der halt in den letzten Filmen überhaupt nicht gefallen hat und ich glaube auch nicht, dass sie den abstellen werden. Mich interessiert es aber trotzdem, was kommt und ich denke, ich werde es mal gucken. Also, alles klar. Um noch Kevin und dann auch Spin-offs. Wolltest du vorlesen? Soll ich vorlesen? Sollen wir es gleichzeitig machen? Nee, ich mach's. Wenn's okay ist. Jo. Ich persönlich gehe in Episode 9, weil ich Star Wars immer noch liebe und dem Film nicht im Vorhinein nicht abschwören möchte.
werde. Aber meine Erwartung ist einfach nur, dass der Film kein Müll wird. Star Wars wird mir keiner kaputt machen, auch keine schlechten Filme oder schlechte Filmentscheidungen. Arschloch. Gute Antwort. Du bist gefeuert. Also musst du überlegen, der hat da jetzt 10 Minuten lang rumgeschrieben, bis es so gut klang. Hast du gerade Luca rausgekickt? Er hat gerade Luca rausgekickt. Ja. Okay, in dem Sinne, Fazit wird Schluss. Ihr habt es von allen nochmal gehört. Das war meins. Kevin hat die dunkle Seite sich rausgelassen. Also dann vielleicht mal auf einen anderen Podcast. Nächstes Thema entscheidet man noch. Auf Wiederhören. Möge die Macht mit euch sein. Jetzt drück endlich Aufnahme, stopp. Oh, ungefähr gerade auf. Ich habe keine Aufnahme gemacht. Was?